Gut. Neues Spiel. Neues Glück. Boah, mir ist so warm, ey. Weiter. Normal. Tatsächlich. Freispiel. So. Aber gut, dass ich gerade gelesen habe, Rhetorik, nee. Gut, so, Maximilian. Knabe, männlich, katholisch, schwarz, Stammbaum. Nee, ich bin nicht schwarz, aber das Wappen. So, Handwerker und Händlerin. Zack. So, wir machen hier nochmal jeweils und dann... Ich bin ja dann nicht so der Illegale, ne? Aber ich glaube, ein bisschen was braucht man trotzdem. So, weiter. Oder warte mal. Kann man hier nicht wieder rechtsklick gedrückt halten? Nee, leider nicht. Gut, wird. Dick. Sehr gut. So. Er grinst wieder niedlich. Mein Gott, Alter. Was ein Akt. Jetzt haben wir es aber. So, weiter. So, da ist es. Schenke, lustig und flüssig. Ja, guter Name. So, jetzt muss ich wieder gucken, was denn so geht. Da ist auf jeden Fall eine alte Holzgeschirr. Schankerlaubnis. Ups. Kellerraum betreten. Braun und brennen. Personalbuch. Können wir erstmal gucken? Wir haben Lehrling. Lehrling, Follow. Oh, warte mal, was ist denn da links? Ach, Lohnniveau. Ach, hier können wir jemand... Jedem Arbeiter Prämie zahlen. Lohnkosten gesamt 86. Okay. Nach einem Schankjungen suchen. Gut, braun und brennen. So, was haben wir hier? Gerste 10 Stück und Roggen 10 Stück. Weingeist. Purer Alkohol. Er dient als Trägersubstanz. Für Durststoffe und wird für sämtliche Tränke und Düfte benötigt, die in Parfümerien und Kräuterläden hergestellt werden. Ja, aber doch nicht für mein Bier. Könnermahlzeit. Preis 168. Da steht was Normales, okay. Ist das nur zum Verkaufen? Dünnbier. Ein einfaches Bier. Von vielen besonderen Würzen das ja. Im Lager sollte... Ein Wirt immer ausreichende Menge Dünnbier vorrätig haben, damit die Gäste nicht unzufrieden und ein anderes Wirtshaus aufsuchen. Ah, und hier gilt das genauso. Gut, dann... Anweisungen? Du machst da jetzt. Und ich brauche noch einen. Gib mir noch einen. Wird gesucht. Sehr schön. Was haben wir hier? Ja. So, gibt's hier noch... Sch! Der redet jetzt wenigstens auch vernünftig. Warenlager... Karren. Ein neuer guck mal. Arbeiter kommt zu euch. Nice. So, Junge, du. Christian. Du stellst hier so einen Weingeist her. Brauche ich fürs Bier. Nice. So. Achso, warte. Nee, wie kann ich den Raum hier verlassen? Ach, guck mal, da oben. Kellerraum, Schankraum. Ah! So, was kann ich hier noch machen? Nichts, oder? Noch nichts. Nee. Aber wenn ich Alt drücke, ist da Holzgeschirr, Schankerlaubnis und ein langer Tisch. Das ist ja geilo. Gut, vielleicht muss ich erst was... Ach, guck mal, Holzgeschirr. Okay, Eisengeschirr. Höheres Gästeaufkommen. Höheres Gästeaufkommen. Offenes Feuer. Höheres Gästeaufkommen. Brauerlaubnis. Ja, das ist das Wichtigste, dass wir erstmal eine Erlaubnis haben. So, 60. 60. Oh, Leute, das ist ja alles übel billig. Aber warte mal. Wir können doch mal gucken, worauf wir ausbauen. Ich glaube, ich mache die beiden auch. So. Schön. Was haben wir hier? Ihr habt heuer Schanke und Christian eure Schenke lustig und flüssig angestellt. Ja, schön. Was machst du da, Junge? Du sollst hier... Hä, haben wir jetzt drei? Christian? Fullo? Wer bist du? Du bist hier einfach nur Deko, ja? Krass.
Hey Max, hier ist ebenfalls Max. Hallo Max, ich glaube, du spammst das, kann das sein? Ich mache mal wieder Subscriber-Mode an. Subscriber. Ich krieg's gerade nicht hin. So. So, das ist besser. Dann kann ich auch. Also, weil. Das Ding ist, wenn ich den aus habe, dann kann ich halt Chat-Interaktion vergessen, weil. Can't handle. Ich kann das vielleicht auch mal ein bisschen verlagern. Oh, das ist gut. Das ist gut. Jetzt habe ich den Chat genau. Ihr müsst euch vorstellen, ich sehe das auch gar nicht Fullscreen. Ich sehe das auf meinem Monitor. Also wenn jetzt die Cam hier mein Monitor ist, ja, dann sehe ich ungefähr nur so viel. Okay, deswegen sitze ich auch die ganze Zeit so. Und ich habe jetzt den Chat mal genau rechts daneben gezogen. So. Wie läuft hier Jo, die Meister. Arbeit, Jungs? Nein. Braun. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde So. hinzugefügt. Wir brauchen wieder Bier, Junge. Okay, und welche? Eine Brauerlaubnis. Erweiterung in einem eurer Jawollo. Gebäude wurde hinzugefügt. Jawollo. Ja, ist schön. So. Und jetzt muss ich mal direkt hier Bürgerrecht Scheiß machen. Ja, ich bin langsam wieder warm, ihr merkt es. So, das mit dem Toten, aha, kann ich gar nicht. Nee, da hatte der gute Herr Unrecht. Also man muss, glaube ich, wirklich warten. Ich glaube, so habe ich es auch in Erinnerung. Gut. Sehr schön. Dexter! Dexter! Kann ich auch hochgehen? Nee, noch nicht, ne? Oh, Dexter! Silbergeschirr. Oh, das ist aber teuer. Guck mal, das kostet nur 100. Das sollte man vielleicht auch. Aber wie verdiene ich denn jetzt Geld? Muss ich auf Gäste warten? Dexter! Das Pachtpreisniveau ist niedrig. Alter, jetzt geht's ja mal los mit Dexern. Nekromantie ist verboten. Krass. Ah, ach ja, Weinregal. Produktivitätsbonus, Boni. Okay. Und Brauanlage. Produktivitätsboni. Ja, dann haben wir kaum noch Geld, ne? Ja, ich sollte jetzt erstmal wieder Vorsicht walten lassen. Jetzt ist aber das Ding hier. Alter, jetzt hier richtig Mucke. Die Gerste muss ich mir, glaube ich, wirklich kaufen auf dem Markt, ne? Und Bier verkaufe ich? Dexter! Das mit dem Bürgerrecht ist so, naja, es wird dir irgendwann einfach angeboten. Dann kannst du es dir an der Wand kaufen. Ja, so habe ich, glaube ich, auch in Erinnerung. Kann mir irgendjemand sagen, ob ich jetzt auf dem Markt das Bier verkaufen soll? Oder ob ich hier auf Kundschaft warten soll? Weil hier sitzt kein Schwein. Es liegt vielleicht auch. Naja, mir kann es nicht liegen. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Sehr gut. Stühle. Dexter! So, jetzt kann ich hier Einzeltische. Duisburg-Junge! 80%. Oh, Dankeschön. Eine Erweiterung Duisburg, in einem Junge. eurer Gebäude wurde Und hinzugefügt. Spieltisch. Das ist wichtig. Warum erkläre ich euch nachher? Aber ich bin jetzt erstmal noch weiter vorsichtig. Wir haben jetzt hier ein offenes Feuer irgendwo wohl. Wo denn? Ach da. Ach krass. So. Okay. Gut. So, was schreibt ihr? Markt. Vermarkte das Blattbräu besser. Nee, das ist gute. Oh, wie heißt nochmal das Bier aus dem Spandauer Brauhaus? Das ist echt gut. Kontrolliert den Zustand eurer Karren. Manche Ladung ist verloren gegangen, weil ein Karren zusammengebrochen ist. Okay. Nice Tipp. Ja, ich glaube, ich muss echt die Scheiße auf dem Markt verkaufen. Oh, das ist gerade im Boden, der Keller. Also Handel treiben, aber ich sollte auch immer ein bisschen was zu Hause haben. Schön. Gut, dann lasse ich die einfach mal machen. Ich kann hier ja upspeeden, sehr schnell. Okay. Kleiner Tipp für Wirte: Behalte immer ein paar Mahlzeiten im Lager. Das lockt mir Kunden in die Schenkel.
die dann auch Bier kaufen. Das heißt, ich muss, also ist es letztendlich egal, ob ich Bier auf dem Markt verkaufe oder hier drin? Oder ist weiter, ja. Okay. Halb, halb. Ein bisschen was als Vorrat und für die Gäste, der Rest im Markt. Ich bin nämlich irritiert, weil ich keine Gäste habe. Weil, würde ich normalerweise... Ja, Spellforce habe ich gehört. Spandauer Hafelbräu, richtig. So. Okay. Oder sieht man die einfach nur nicht? Aber meine Einnahmen ändern sich auch nicht. Inventar öffnen, Geld und Besitz, Finanzen, Gebäude. Ich habe zwei? Ah nee, das ist mein Haus. Ah ja, es gibt ja auch noch mein Haus. Mann. Gäste sind unsichtbar. Spandauer Rot hier. Oder Potsbier. Wo ist mein Haus? In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. Ei. In einem eurer Schankbetriebe, Alter, fehlen Zutaten. Ich habe gerade richtig Schiss bekommen, weil der redet so, als ob einfach was brennt. Nein, nicht nach Hause, Jungs. Ah. Schade. Okay, aber dann haben wir dieses Jahr halt nur produziert, nichts verkauft. Nice. Eieiei. Ich hoffe, ich habe jetzt genug für deren Gehalt. Wie viel haben wir denn? Körnermahlzeiten 6 Stück. Das heißt, ich kann so 4 verkaufen? Oder sogar 5? Bier habe ich 2. Okay. Ich kann jetzt nicht mehr den Karren losschicken, oder? Schon zu spät. Auf dem Markt verkaufst du für Marktpreise in der Schenke für den Listenpreis. Der Markt kann besser oder schlechter sein. Ja, das stimmt. Gut. Und dann verkaufe ich mal 4. Achso, warte, wie ist denn gerade der Preis? Die meisten Gäste kommen nach Feierabend. Auf dem Markt verkaufst du... Ja, okay. Nee, das ist gerade ziemlich scheiße, der Preis. Lol, das Bier kann... Ab zum Markt! Da baller ich auch beide hin. Der Preis ist ja gerade übel gut. Es ist morgens, die meisten kommen erst abends zur Saufstunde. Danach gehen die meisten noch in die Kirche, erst saufen und beichten. Ich hätte, also normalerweise hätte ich gesagt, okay, ah, hier sind Gäste. Normalerweise hätte ich gesagt, okay, ich lasse ein Bier da, aber die Preise waren gerade so gut, dass ich jetzt beide losgeschickt habe. Kein Plan. Oh. So, jetzt noch eine Stunde. Die Gäste sind nicht unsichtbar. Gut. So, was haben wir hier? Karin ist da. Oh, vielleicht können wir noch vor... Pause! Boah, scheiße. Importwaren? Ich glaube Importwaren. Duisburg, Junge! Nein, nein! Oh, jetzt sind die Preise bestimmt scheiße. Duisburg, Junge. Ich habe nicht aufgepasst. Dankeschön. Ich habe... Scheiße, Mann. Jetzt sind die Preise bestimmt richtig im Keller. Kacke. Nee, das war auch falsch. Kräuter und Fiolen? Auch nicht, hä? Ach, hier ist noch einer. Raudis, also Rudis Rohstofframpe. Hä? Ach, hier, voller Humpen. LOL, es ist einfach noch besser, der Preis. Facco mio. Und zurück. Ah, hier ist mein Haus. Okay, gut zu wissen. Wir müssen auch nochmal in unser Haus. So. Ihr könnt Gesetzbücher im Sekretariat des Rathauses einsehen. Schön. So. Jetzt haben wir wieder Money. Unfallschutzboni für Angestellte. Speichern. Autosave. Test. Überschreiben. Gut. Jetzt könnte ich laden. Es passt. Ja, passt. Gut. Danke. So. Eure Anweisungen? Genau. Ja, ich muss hier mal ran, Junge. Was ist euer Begehr? So. Ich muss... Scheiße, ich muss die Kacke ranholen. Ich muss einkaufen. Wagen mach hinne.
Muss einkaufen, 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 einkaufen. Ziel. Jau. Jau! Größeren Karren? Ja. Vielleicht ist, glaube ich, noch nicht notwendig. Gut. Ich kann so lange erweitern. Wobei, ich gucke erstmal wegen Einkaufen, ne? Ah, ich könnte aber. Hier schon mal, das ist billig, ne? Ja, komm. Ja. Gut. So. Spielst du noch LOL? Nee. Nach einem Tag ist Autosave, okay. Leute, ist gerade was runtergehört. Der Karren ist da, sehr schön. Nein. Importwaren? Jawohl. Ich habe nur einen Slot? Ach du Scheiße. Warte mal, wie ist denn der Preis gerade? Okay, ist billiger als normal. Oh. Ja, komm. Ja, gut. Dann muss ich zweimal fahren. Oh lol, das war viel. Egal, dann haben wir. Was wir haben, haben wir. Gut. Scheiße. Ein- und Verkauf automatisieren? Alter, die saufen vormittags? Okay, muss ich gleich mal gucken. Stimmt, ich kann ihm, glaube ich, sagen, dass er jeden Tag automatisch... In einem Mäulergebäude wurde ihn nun... Weinregal, schüch. Kann es da. So, und wieder los. Scheiße, ich hätte erst das andere kaufen sollen. So, ich muss unbedingt... Also, nächstes Jahr kaufe ich mir einen Karren, der besser ist. Der, weil ich glaube, man braucht... Hier ist schon wichtig, dass man früh einen Karren hat, der zwei Slots hat, denke ich, oder? Übel die Insekten, Alter. Ah, so schöne Musik. So. Achso, warte mal. Option? Ach ja, ich kann ja hier da... Oh Gott, das habe ich... Nein. Anbauen. Einfriedung. Schutz vor Einbrüchen. Schutz vor Einbrüchen. Der Wagen ist da. Importwaren. Und Abfahrt. Tschüss. Sehr gut. So, jetzt können wir mal in unser Haus gehen. Da gibt es nämlich auch noch Sachen. 9 Meistergrad erlangen. Eine Erweiterung. Verhandlungsgeschick verbessern. Gebäude wurde hinzugefügt. Beweise sichten, Spionage, Handwerkskunft. Ja, das können wir mal. Durch dieses Talent könnt ihr Angestellte in eurem Betrieb anleiten und nötigenfalls auch antreiben. Je besser dieses Talent hört, desto effektiver werden eure Angestellten. Jo. Machen wir mal. Ne, das braucht Aktionspunkte. Ja. Achso, Pause weg. Gut. Und hier können wir auch nochmal. Achso, er macht gerade das andere. Gut. Hier können wir aber auch Sachen verbessern. So, ich muss jetzt aber erstmal arbeiten schicken hier. Braut für mich! So. Achso, ich muss erstmal entladen. Nein! Gott, ey. Mit der Zeit wird es schneller. So. Gut. Ah, die machen schon. Sehr gut. So, einer macht Bier, der andere das. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Brauanlage. Schön. Schön. Gut. Jetzt haben wir kaum noch Knete, ne? Den Markt leer kaufen ist ziemlich teuer, weil du für die letzten mehr bezahlst, weil sie knapp sind. Oh. Ach, deswegen. Ah. Entschuldigung. Kennst du meinen Namen noch? Ja, natürlich. Bei Ark. Die eine Nachtsession, Alter, mit Marcel. Das war's. Gut. Dann lassen wir die Jungs erstmal produzieren. Dann kann ich wieder ein bisschen was verkaufen. Ich bin halt irritiert, was abends halt passiert. Ich brauche mal ein Bier. Weil, habe ich jetzt zum Beispiel... Ach Leute, einer hat gar nicht gearbeitet. Habe ich jetzt abends was verkauft?
In den Räumen eures Wohnsitzes stehen euch verschiedene Maßnahmen bereit. Nutzt sie. Ja. Bin doch dabei. Ich bräuchte schnell noch ein Bier, bevor es Abend wird. Ja, ja, Weingeist. Ich hab's eben gesehen. Habe ich jetzt schon eins? Ich habe eins. Okay. So, der produziert jetzt Bier. Warte mal, wenn ich schon eins hab, dann baller ich erstmal das Bier durch. Ja. Gut. So. Was haben wir hier? Erbschaftssteuer. Alles klar. So. Anbauen. Neue Räume einrichten. Ist vorhanden. Um eine Stufe aufwerten, da brauche ich einen neuen Meister-Dings. Okay. Gut, ich die Stufe erhöhe, baue ich erstmal alles andere. So. Dann machen wir hier Eier, Jungs. Ist nämlich gleich 6. Ne, 8 Uhr ist Feierabend, ne? Eieieiei. Mach das Bier fertig! So. In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. Alter, ich denke immer, es brennt, so wie er das sagt. Was ist denn jetzt Hurra los? Und euch alles Gute. Ihr habt eure Begabungen im Talent Handwerkskunst durch die Lektüre des Buchs Mitarbeitermotivation erhöht. Eure Fähigkeit ist okay. Ist okay. Yeah! Party! So, jetzt aber Verhandlungsgeschick. Preisverteuer. Ja, dann kann ich besser verkaufen, kaufen. So, machen wir. Generell, was kann ich da so alles anbauen? Rasen, Ansehen. Ansehen ist, glaube ich, gut. Plus ein AP auf eure, okay. Ansehen ist echt gut, weil, ne, sowas wie, ich glaube, sowas wie Bürgerrecht zu erlangen wird dann beschleunigt. Und generell so Politikkram. So, mach nochmal das. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich das automatisieren kann. Du bekommst eine Zusammenfassung für Verkäufer am Ende des Tages. Ah, okay. Dirty Harry, danke. So. Handelsrouten. Punkt hinzufügen. Weitere Option. Häufigkeit, regelmäßig. Gut. Und dort. Punkt bearbeiten. Beladen. Ah. Beladen. Das. Weiter. Gut. Gut. Jetzt weiß ich nicht, was selten ist. Aber okay. Punkt bearbeiten. Abladen. Das. Beladen. Körnermahlzeit. Abladen, Körnermahlzeit. Oh lol. Nein! Wie mache ich da weniger? Beladen. Davon ein bisschen. Ich brauche. Warum macht denn gleich voll? Weißt du was? Wir machen dieses automatische Gescheiße erst, wenn. Oh! Wenn ich einen Wagen habe, der zwei. Verfickte Dingens hat. So. Jetzt ist hier schon wieder spät, ey. Scheiße. So, was haben wir denn jetzt hier im Lager? 7 Körnermahlzeiten und ein Dünnbier. Schön. Und du arbeitest morgen direkt am Bier weiter. Das ist klar. Es geht nicht. Gut. So. Jetzt bin ich gespannt. Hast du den Film, er ist wieder da, gesehen? Wenn ja, und was hältst du von dem Film? Nee, habe ich nicht. Aber ich habe gehört, der soll ganz cool sein. Musst auf die Einstellungen beim Automatisieren achten, sonst gibt es Chaos. Ja, ich glaube auch. So, Warenverkäufe plus 975. Kann man da Details sehen? Wareneinkäufe? Okay. Das ist dann wahrscheinlich, was ich nach Feierabend verdient habe, ne? Gebäudeerweiterung? Gesamt. Personalkosten? Okay. Gut. Ja, ist doch in Ordnung. Oh, ich bin im Minus. Ja. Gut. Gut. Gratulation. Ihr habt eure Fähigkeiten im Talent verhandeln ein wenig steigern können. Ja. Bin auch ein Babbo. So. Das erste, was wir heute machen, ist
Mal eine schöne Körnermahlzeit. Auf dem Karren. Aber wir haben jetzt auch nicht weniger. Also, nach Feierabend, wenn Gäste kommen, verliert man hiervon dann noch was? Oder muss man einfach nur hiervon was haben? Und umso mehr wir haben, umso mehr Leute kommen und geben dann einfach Geld ab, ohne dass sie quasi weggehen. Ist das quasi einfach nur so ein Item, was man braucht? Schätze ich, oder? Weil ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass irgendwas verkauft wurde. So, wir brauchen jetzt erstmal Geld. Wir verkaufen die scheiß Körnermahlzeit, wenn wir das gemacht haben. Wir brauchen unbedingt einen Wagen mit 2 Slots. Das ist uns kacke. Wir haben aber jetzt von beiden ganz gut. So, Wagen ist da. Sehr schön. Nee, nicht Importwagen, sondern... Nee, auch nicht. Da, ne? Oh, ist gerade sehr gut der Preis. Sehr gut. Gut. Und nach Hause. Schön. So, jetzt 8 Uhr, jetzt arbeiten sie. Ihr arbeitet. Eure Anweisungen? Ja? Du machst noch mehr Bier. So. Was ist hier? Schlafen? Gut. Spielst du hin und wieder noch Path of Exile? Nee. Es kommt und geht immer. Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Jetzt geht's wieder los. Wie viel kostet denn ein besserer Wagen? 800. Und den hier verkaufen? Wie viel kriege ich dafür? Nee, verkaufen. Für 150, okay. Ja, hätte ich genug. Aber ich habe gerade nichts zum Verkaufen. Darf man auch mehrere Videos mit dir und David hoffen? Ja, klar. So. Nee, ich mach nochmal Handwerk. Ah, brauche ich 6 AP. Okay, dann Verhandlungsshit. Ihr könnt jetzt so einige Zeit in Brauereien norddeutscher Hansestädte verbringen, um mit diesem Wissen einen gehaltvolleren Meistergrad als Wirt zu erlangen. Lol. In einem eurer Schankbetriebe neuer Meistergrad. Fehlen Zutaten. Pause. Ah, ich kann mich fortbilden lassen jetzt. Gehaltvollerer Meistergrad. Wenn ihr bereit seid und 4 AP... Toll, jetzt habe ich die gerade ausgegeben. Na egal, dann nächstes Jahr. So, was? Achso, Pause vorbei. Ja, dann, Jungs. Kann das nicht bis morgen warten. So. Ich brauche 3 Angestellte. Das wäre, glaube ich, besser. Kann ich? Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Schade. Gut. Ja, der Bestand wird weniger. Am Anfang wird irgendwie wenig in der Schenke verkauft. Bei kleineren Schenken habe ich deswegen am Anfang auch nur am Markt verkauft, bis ich dementsprechende Upgrades hatte. Ah, okay. Okay, da muss ich mal drauf achten, wie viel ich im Lager am Ende des Tages oder vor Feierabend habe. Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Wieso warst du nicht bei Tech TV's EM-Event? Du standest da als Teilnehmer drauf. Nee. Hast du echt? Ich stand da als Link? Hast du als Teilnehmer drauf? Nö. Ich will Bürgerrecht, ihr Ficker. So, was geht hier? Ja, schön. Warte mal, du hast hier gerade angefangen. Ja, okay, komm. So, erweitern. Nee, ich brauche Geld. Für den Karren. Wie ist da gerade der Kurs? War immer noch gut. Oh, der Kurs vom Bier ist nicht gut. Ich könnte die Körnermahlzeit noch verkaufen. Komm. Was ist euer Begehr? Wird ja gerade eh noch hergestellt. So. So, weil dann habe ich genug Geld für den besseren Karren. Für mehr Mitarbeiter musst du deine Schenke upgraden. Dafür brauchst du dann den höheren Meisterrat. Ja, das dachte ich mir. Irgendjemand hat mein Weißbierglas geklaut. So, der Karren ist da. Alter, was geht da? Da wird gebaut hier. So, weg damit.
Sehr gut. Und zurück. Generell, wir können mal hier ein bisschen gucken, ne, was hier so abgeht. Oder? Da wird gebaut. Man kann halt später mehrere Gebäude haben, mehrere Berufe, sich in die Politik, man kann Kinder, ne, Nachwuchs haben, bla. Das ist schon echt cool. So. Jetzt kaufe ich mal einen besseren Karren. Oder muss ich den alten erst verkaufen? Ne, ich kann auch mehrere haben, oder? Hat sich bei seiner Arbeit verletzt. Was? So, verkaufen. Ne, der hier verkaufen. In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. So, sehr gut. Oh, ja, ich sehe es gerade. Geh mal zum Markt. Alter, jetzt passiert ja aber was. Die besten Glückwünsche. Arbeitet jedoch tapfer weiter. Ihr habt eure Kenntnisse im Talentverhandeln durch die Lektüre des Buchs Angebot und Nachfrage ausgebaut. Eure Fähigkeit ist okay. Okay, mir fehlt Gerste. Scheiße, habe ich nicht aufgepasst. Schöne Grüße aus Österreich. Grüße gehen zurück aus Spandau. So, ich brauche Gerste, Jungs. Und nicht alles kaufen, sagst du? Wie verändert sich jetzt der Preis? Ah, durch euer Verhandlungsgeschick spart ihr... Okay. Aber nicht alles, sagt er, ne? Oh, kann ich mal gleich beides einkaufen? So, schön. So, wenn er jetzt wieder da ist, kann ich da mal Automatismus reinbringen. Jetzt auch gleich Feierabend, da muss ich echt Acht geben jetzt. Scheiße, das ist natürlich nicht gut, wenn das hier liegen bleibt. Eieiei. Ich kann nochmal... Ja, jetzt auch gleich Feierabend. So, jetzt ist der Karren wieder da. Jetzt arbeitet weiter ihr... Oh, ich muss ihn ausladen. Ah! So viel Zeit. Warte, ich kann ja da langsam machen, ne? So. Gut. Du kannst noch ein Bier herstellen. Weil ich habe davon jetzt 4. Oh, ja, dann ran. Produzier mir Bier. Gut, dann können wir wieder normal machen. Gut. Jetzt, wenn Feierabend ist, muss ich... Also 8 Uhr, ne? Muss ich echt drauf achten. Wie es dann aussieht hier um den Bestand. Gut. Ich kann noch mal zum Marktplatz was verkaufen. Oder nicht? Ach, die Runde ist jetzt noch eine Testrunde. Auch wenn ich dann vielleicht im Minus lande. Aber ich glaube, es ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Wieso hat sich der eine denn verletzt? Das ist kacke. Befördern? Ich kann die befördern? Krass. Muss ich mal gleich gucken. Hey, was soll ich tun? Alter Maul. Was ist denn befördern? Erfordert 4 Lehrlingsjahre. Okay. Was? Kampf? Wurde in Brand gesetzt. Das Werk eines Saboteurs. Schnell dorthin. Irgendein Haus? Lol. Direkt neben meiner Schenkel. So, jetzt gleich Feierabend. Was haben wir? 3 Bier, 3 Körnermahlzeiten. So, jetzt bin ich gespannt. Boah, da kotzt gerade einer voll ab. Gut. 3-3. So, jetzt warten wir auf die Leute. Da kommt schon wer. Ach nee. Lalalalalalala. Trinke ich auch mal ein. Gut. Anscheinend sieht man die Gäste doch nicht. Oder ich habe einfach keine, weil ich eine scheiß Schenke habe. Sad life. Jetzt brauche ich den Spieltisch, ey. Da kann man so viel... Dexter! Wirst du Outlast 2 spielen? Ich denke nicht. Sind die Sitzbezüge in der Kneipe aus echtem Leder oder sind die vegan? Die sind echt Leder, warte. Lederstühle. Ja.
Max, du bist mal in nächster Zeit. Nee, Österreich, nee, sorry. So, wie sieht jetzt mein Bestand mittlerweile aus? Immer noch 3-3. Bin gespannt. So, jetzt ist hier letzte Stunde. Ich bin gespannt. Test Day. Und morgen wird dann richtig Umsatz. Oh doch, hier ist wer. Krass. Ja, jetzt. Warte. Ah. Wareneinkäufe. Warenverkäufe. 994. Ja, ich habe mich wieder ordentlich verschuldet. Aber ich habe 994. Für Aktionspunkte. So, jetzt bin ich gespannt. Oh, es ist Winter. Dieses Jahr ist Winter. 3-3. Ah. Ich glaube, da hat jemand geflunkert. Okay, gut. Dann mache ich jetzt mal Pause und versuche hier ein... Dann mache ich ganz langsam. So, Punkt 1. Beladen, Bier und Körnermahlzeit. Warum denn gleich so viel? Ah, gedrückt halten. Machen wir 2. Körnermahlzeit machen wir 3. So, abladen. Nichts. Gut, weiter. So, jetzt hier Punkt. So, abladen, Bier. 2. Und Körnermahlzeit. 3. Beladen. Davon. Oh lol, nein. Sagen wir mal 10, 10. Ja, ne? Gut, weiter. So, und hier bitte dann nochmal abladen. Das hier. 10. Und das. 10. Und das bitte regelmäßig. So. Gut. Gut. Dann höher. Bekomme ich da eine Nachricht, ob das klappt? Wird das klappen? Hast du schon mal probiert, eine Zeit lang vegan oder vegetarisch zu leben und wie stehst du dazu? Aktuell, das war so mein Vorsatz für dieses Jahr, esse ich sehr wenig Fleisch. Ich versuche sehr, sehr wenig Fleisch zu essen. So Fastfood-Fleisch inzwischen gar nicht mehr. Im Supermarkt kaufe ich auch kein Fleisch mehr. Nicht zum Grillen, keine Wurst, nichts. Also ich esse nur noch ganz selten Fleisch, wenn man so essen geht. Ein Steak oder so. Oder im geilen Burgerladen. In den guten Burgerladen. Und es ist echt ganz gut. So. Macht der denn jetzt auch? Ich mach mal super häufig, oder? Nee, ich sollte jetzt nicht ungeduldig werden. Der macht das schon. Wie war ich dein Wochenende? Sehr Stress, sehr viel Stress wegen deinem PC? Ja. Ging. Also, mir wurde da ja ordentlich bei geholfen. Unser Technik-Boy, der Christian, der ist halt krass. Oh, mir fällt gerade was ein. So, ich möchte mich verbessern. Sehr schön. Gut, das hat geklappt. Fährt der Karren jetzt mal los? Oder macht er es nur mit... Ah, jetzt ist er weg! Woo! Da! Da fährt er. Krass. So, jetzt sind die zum Arbeiten. Jetzt gucke ich auch mal auf meine Einnahmen, weil er müsste ja jetzt auch verkaufen. Scheiße, jetzt habe ich gar nicht auf die Preise geachtet. Egal. Ja, das bringt das mit. Ich glaube, ich sollte eher später das automatisieren, oder? Was macht Sola? Wieso? Ich höre den gar nicht. Echt? Man hört ihn? Geht mal zu Sola in den Chat und sagt, er soll seine Fresse halten. Max will in Ruhe die Gilde einspielen. Grüße. Jetzt bin ich gespannt. Twitch. Sola.
So, Heimat Lootbox Opening. Was eine langweilige Scheiße. Alter, da werden gerade so viel gebannt. Oder ist ein Bot? Du sollst deine Fresse halten, Max will in Ruhe spielen. Sei ruhig. Oh Leute, der Spam. Ich leugne alles. So, hat er den jetzt verkauft? Einer eurer Pferdekarren konnte in Köln keine Waren aufnehmen, weil er nicht genügend kölnische Markt hatte. Ja, aber der soll doch was verkaufen. Ja, aber du sollst was verkaufen, du Vollidiot. Hat er das jetzt mitgenommen? Er hat das ja gar nicht mitgenommen. Eieiei. Ah, jetzt aber schnell. In der Kirche Wahrhaftigkeit und Tugend predigte deine Mutter Heuer von den menschlichen Lassern und Der Gotteslästerern. Dabei. Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Soll er mal bei mir machen? Irgendwas hat jetzt nicht geklappt. Weil erst, glaube ich, der Kauf war und dann der Ver. Ne, er hat das einfach nicht mitgenommen eben. Das ist ja ärgerlich. Boah, der Bierpreis gerade abnormal gut. Aber mir konnte jetzt keiner erklären, warum ich jetzt kein Bier und keine Körnermahlzeit abends verloren habe, oder? Weil ich hatte ja, hatte ich einfach keine Gäste oder verliert man das nicht, sondern umso mehr man auf Lager hat, umso mehr Kunden kommen und generelle Einnahmen, ohne dass man die verliert. Das würde mich mal interessieren. Na gut. So, ist der Karren jetzt mal wieder da langsam? Was ist zu So, halt tun? dein. Eure Halt dein Maul. Anweisungen? Halt dein Maul. Solar Submode mit der Langweiler. Hab den zu Tode genervt. So. Okay, aber ich kann ja noch. Gut. Was ist denn jetzt los? Oh! Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid. Ja? Was bin ich? Verköstiger! Verköstiger. Es ist euch heute Lol, weil ich auf erlaubt, Pause die hatte. folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Schenke gezeichnet, die Vereinigung gegen die Sperrstunde. Die Vereinigung gegen die Sperrstunde, das ist ja ein geiler Begriff. So. Gut. So, wann kommt der Wagen wieder? Oder kommt der nicht wieder? Doch, da ist er. Oder steht der da jetzt rum, der Vollidiot? Nee, Bertis Handelskarren. Maximilians Handelskarren. Nee, er kommt zurück. Euer Transport hatte eine Panne. Was heißt das jetzt? Ist er jetzt im Arsch? Oh Gott, Alter, jetzt bricht langsam alles zusammen. Es bricht alles zusammen. Scheiße. Der Wagen muss wiederkommen. Jetzt, sei wieder da. Oh Mann. Er steht doch vor meinem Haus. Ist er jetzt weg? Ist er. Oder steht er da jetzt rum? Nein, das ist Karlshand. Wo ist mein Handelskarren? Jetzt, was passiert? Jetzt hat er die Scheiße drin. Junge, du, weißt du was? Du fährst jetzt einfach nur dahin. Jetzt hat er's. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt das Problem war. Ich glaube, er ist erst aufgebrochen, um was zu kaufen, ohne was mitzunehmen. Oder ich hatte kein Basisgold. Ich glaube, ich brauche einfach Grundgold. Scheiße.
Von einem Plätt. Bitte weise maximal darauf hin, dass Zeug nicht konsumiert wird. Es geht um die Menge. Fehlen Zutaten. Für Random Events, Karneval zum Beispiel. In wenn er da nichts auf Lager hat, gibt es kein extra Gold. Zutaten. Wenn er was dann, gibt es extra Gold. Aha, ergo muss er immer nur am Ende was auf Lager haben. Gut, also wenn jetzt 23 Uhr ist, brauche ich ganz viel Bier und Körnermahlzeit. Damit, falls im, ne, dann ist ja Pause und neues Jahr, falls da Karneval ist oder irgendein anderes tolles Event, dass ich dann schnell was hab. Richtig? Gut. So, ja, ich hab. Ja, toll, weil der Kackwagen verkackt hat. Warum? Jetzt übrigens, was war jetzt mit Panne? Ich glaube, ich muss ihn bei Zeiten reparieren. Alter, der Tag. Alles im Arsch. Wo ist der Wagen? Oh, Leute, ich hatte hier auf lahm. Oh. Scheiße. Da, er ist da. Nice. So, jetzt. Verkauf die Kacke. Ich glaube, Bier ist gerade richtig gut. Oder? Oh, läuft fast 600. Weg damit. Oh, das ist Kacke. Na egal, weg. So. Und jetzt einkaufen. Machen wir 10, 10. Oh, ist billig. Hä? Wo ist mein Wagen? Er fährt an. Oh, bestimmt wegen der Fickhandelsroute, ey. Ich mach die weg. Ich mach das noch manuell, bis ich. Ich glaube, das ist eher gut, wenn man mehrere Betriebe hat und. Alter. Und, ich kann den nicht löschen. Warum kann ich den nicht löschen? Scheiße. Okay, egal. Ich glaube, dass er. Gut, wenn man sich darum nicht mehr unbedingt kümmern kann. So, toll. Aber ich habe es richtig gekauft, Gott sei Dank. So, du fährst jetzt... Weil Bier gerade übel der Renner ist. Ich behalte mal eins. Man kann auch einfach klicken. Eins, zwei. Warum denn zwei? So. Eins, zwei. Und Abfahrt. Scheiße. So. Mein Gott. Schon wieder eine Panne? Fuck. Oh. Okay, wir müssen jetzt wieder Ruhe reinbringen. Wie hast du das Ganze zum Laufen gebracht? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Schon wieder? Der hat ja alle 5 Meter eine Panne. Ist der behindert? So, jetzt haben wir wieder, jetzt haben wir erstmal wieder Geld. Ich brauche eine Pause. Was mache ich jetzt am besten? Was können wir hier erweitern? Ich mache ganz langsam. So. Hier sind wir durch. Gut. Hier. Unfallschutz für Angestellte. Das brauchen wir. Das Geschirr. Das gönnen wir uns auch. Und der... Ist okay. So, ist angekommen. Jetzt verkaufen wir wieder die Scheiße. Denn der Preis ist immer noch abnormal gut. Holy fuck. So, und du drehst um, oder? Was haben wir noch auf Lager? Ne, wir können noch Roggen vertragen. Und ein bisschen Gerste. Komm, wenn du da schon bist. Roggen. Gerste. So. Und ja. Ab dafür. Ja. So. Was geht in unserem Haus? 0 AP, ja. Wenn wir jetzt mal... Wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld, ne? Ich erhöhe hier mal mein Ansehen, indem ich mir Rasen kaufe. Für 300. Scheiß Kölner, ey, die Preise. Hast du das Spiel bei GOG.com geholt? Ne, bei Steam. Bei Steam, tatsächlich. So, der ist angekommen. Sehr gut. Sehr gut. So, ich habe 2 Bier, 5 Körnermahlzeiten. Nice. Ja, der Bierwert ist gerade fast doppelt so hoch. So, jetzt Feierabend.
Gut. Kranplätze müssen verdichtet sein. So. Das können wir mal machen hier, Spieltisch. Umso eher, umso besser. Max, kann ich irgendwie ein Autogramm bekommen? Ja, komm rum. Da gebe ich dir eins. Ah. Ja, bei Steam ist es halt gepatcht, ne, das Spiel. Ach so, ich wollte mal gucken, ob mein Wagen jetzt im Arsch... Ja, tatsächlich, der hat hier nur halbe Leiste reparieren. Oh. Ne, ein bisschen hält er noch durch. Ach so, und hier von außen übrigens. Guck mal hier. Schutz vor Einbrüchen. Machen wir mal. So, Alter, was hier gebaut wird, ja. Krass. Krass. Kleiner Tipp, du hast doch in der Stadtsichtoption für deine Gebäude. Stadtinformation. Bauen. Eine Schenke, krass. So, Amtsübersicht, nee. Geld und Besitz. Finanzen, Gebäude. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Einzeltische. Schön. Sehr schön. Ach, ist egal welchen. Okay, danke. Gamescom bin ich alle Tage da, ja. So, Stadtsicht, wo ist sie denn? Was ist der kleine Knopf? Nachrichtenfilter. Nö, ist ja in Ordnung. Gut. Nun gut, jetzt läuft's wieder. Was haben wir jetzt hier? Zwei Dünnbier, fünf Körnermahlzeiten, schön. An einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Der Rasen. Na, super. Geilo. Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Einfriedung, ja. Schutz vor Einbrüchen. Was ist mit dem Tisch hier? Ah, okay. So, wenn ich das jetzt... Ah, okay. Gut. Noch ein Jahr rum. Schön. Ist so schön, du kannst alles vom Spiel vergessen über die Jahre, Jahrzehnte. Aber die Tracks, die sind immer noch drin. La, 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 la. Gesamt? Ich habe minus 500 gemacht. Warum? Wegen den Gebäude. Ach, okay, das ist aber krass. Ich meine, ich habe ja weitaus mehr als 584 ausgegeben für Verbesserung. Okay. Schön. Der Rat versucht vergeblich, die Auswüchse des Festnachttreibens einzuschränken. Diese heidnische Brauch ist den Domstädten nicht auszutreiben. Der Rat beschließt, städtische Bedienstete dürfen von nun an nicht mehr in den Rat gewählt werden, ausgenommen Bürger und Rundmeister. Ja. Schön. Gut. Ja, gute Nacht, Alex. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Gehstock. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Spieltisch ist jetzt da. Jetzt geht's ab, Leute. Oh, ich muss mal speichern. Fucker. Fucker Mio. Test. Jo. So. Ich habe jetzt hier alles ausgebaut. Hier, wir können mal verkaufen. Ne, offensichtlich war ja kein krasses Feld. Also morgens kann ich quasi, ich verkaufe morgens immer, ne? Und auf abends habe ich dann immer spekulativ Waren vor Ort. Falls eine krasse Sause hier kommt in Köln. Was ja nie der Fall ist. Köln ist echt... So. Wann bekomme ich denn endlich dieses Hurensohn-Stadtrecht? Kann mir das irgendwer sagen? Bürger-Scheiße. So, der ist da. Toll. Ich kann jetzt hier rumtauschen, ne? Das habe ich gar nicht gesehen. Ich Vollidiot. Importe? Nee. Bei Stein und Bier. Gut. Der Wert ist gerade ultra. Ja, hier nicht so, aber ist okay. Gut. Und zurück. Ja. Ja. Jetzt haben wir wieder... Nein! Oh, ich hätte noch einkaufen können. Oder? Ah, nee, geht noch. Geht noch. Aber, Ja doch. Mach mal. So.
Jetzt sind doch hier schon Jahre um, ne? 4 Stück. Kann ich die jetzt nicht hier? Guck mal, 4 Lehrlingsjahre. Kann ich die nicht befördern? Ja. Lohnkosten steigen, aber der wird auch krasser. Ist jetzt Geselle. Zack. Eine Hochzeit findet statt. Und ich kann jetzt keinen mehr einstellen. Okay. Eine Hochzeit findet statt. Das ist ja krass. So, ist angekommen. So, jetzt kann ich den auch mal reparieren. Ich habe ein bisschen Money wieder. Reparieren. Ja. Schön. So. Wenn der hier fertig ist mit seinem Bier, na, dann bekomme ich eine Nachricht. Ist ja egal. Ist ja Latte. So. Alter, jetzt macht es langsam richtig Bock. Anbauen. Schutz vor Einbrüchen. Ja, aber ich kann In das ja einem auch eurer Schankbetriebe aufwerten. fehlen Zutaten. Ich habe nicht den Meistergrad. Der Schnell dorthin! Papst hat heuer sein Leben ausgehaucht. Der Die Papst ist Gläubigen tot. der Welt trauern und klagen. Krass. Der alte Sack ist RIP. Gut. Nee, aber egal. So, was jetzt nochmal hier? Ich kann. Mal Pause. Achso, nee, dann mache ich ganz langsam. Neue Räume einrichten. Stufe aufwerten. Leider habt ihr nicht den nötigen Meistergrad, um das Gebäude um eine Stufe aufwerten zu können. Neuen Meistergrad erlangen. Ah, okay. Okay. Dann hier? Nee, da brauche ich 6 Punkte für. Scheiße. Okay, aber warte mal. Ich kann doch hier was anbauen, was mir AP-Punkte gibt, oder? Das Portal. Ein Portal sorgt dafür, dass eure Geschäftspartner häufiger auf, zu Besprechung zu euch kommen. So spart ihr wertvolle Zeit, die ihr in wichtige Dinge verwenden könnt. Plus ein AP. Aber jedes Jahr oder nur einmalig? Auf jeden Fall ein AP ist worth. Verbesserung der Gesundheit. Was soll das? Brauchen wir noch nicht. So. Gut, dann geben wir mal wieder Gas. Was geht hier? Bierchen. Schön. Bürgerrecht ab Gesamtvermögen von 10.000. Ah! Das ist eine coole Info. Hat er wer gerade gegoogelt? Generell, ne? Ich frage hier immer, ihr könnt mal googeln. Faules Pack! Ist tot. Lang lebe der Papst. Schon wieder? Achso, ne, neu erkannt. Die Anerkannt. Eines eurer ja, Handelskarren wieder heile. Nice. Ja, oder ich besteche die richtigen Leute, ja. Also keine Upgrades im Warenverscherbel. So. Gut. Schön. Ja, das Portal ist wichtig. Gut, da wird jetzt wieder produziert. Ich überlege, ob. Ey, der Bierpreis ist immer noch so krass, ne? Wie erwünscht. Warte. Nun? Übrigens, dadurch, dass die Gesellen sind, sind die natürlich krasser im Arbeiten, ne? Ist ja klar. So, ich beschleunige jetzt mal. Weißer Latte. Latte. Wie der Penis. Gut, dann machen wir einfach den Tag jetzt schnell um. Oh, nee. Ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar. So, dafür müssen wir aber speichern. Ich mache mal einen neuen, oder? Hier geht gar nicht. Okay, gut. Wir haben hier ein Spiel. Ja, wir haben ja hier diesen Tisch gebaut. Spieltisch. Und können jetzt eine Partie 17 spielen. Erklärt mir doch bitte die Regeln. Ziel des Spiels ist, mit einer Anzahl Würfeln so nah wie möglich an die 17 heranzukommen. Wer dabei eine 18 oder mehr erwürfelt, der verliert. In der ersten Runde legt jeder Spieler seinen Einsatz in den Pott und würfelt dann verdeckt mit 3 Würfeln. Fällt dabei ein Pasch mit allen 3 Würfeln, gewinnt der Spieler, wobei immer der höherwertige Pasch gewinnt. Fällt in der ersten Runde kein Pasch mit allen 3 Würfeln, werden die Augenzahlen addiert. Nun darf jeder Spieler entscheiden, ob er einen weiteren Würfel werfen oder seine Würfel liegen lassen möchte. Stehen lassen. In beiden Fällen müssen die Spieler ihren Einsatz erhöhen. Es wird so lange weitergewürfelt, bis ein Spieler die 17 überboten hat oder keiner weiterwürfeln möchte. Eine Erweiterung bei gleicher Augenzahl bzw. gleichem Pasch gewinnt immer der Spieler, der die Bank übernommen hat. Portal. So, dann spielen wir mal eine Runde, ne?
Wir spielen erstmal um wenig Geld, ja? Ich bin die Bank. Der Einsatz beträgt 52. So, ich würfel. Jetzt habe ich 14. 14. Er ist jetzt 50-50, ne? Dann gehen wir mal High Risk. 1. Ah, 15. Ich glaube, 15 ist gut. Alter, krass. Ich glaube, der ist nah dran. Wir grinsen beide. Glückwunsch, das Glück, wo euch holt und ihr gewinnt den Pot in Höhe von 135. Ja, nice. So, jetzt spielen wir mal etwas riskieren, um Haus und Hof spielen. Und wir haben ja gespeichert. Einsatz beträgt 212. Ihr macht die Bank. Alter, irgendwer kotzt da die ganze Zeit ab. So, wir haben 7. Zwölf. Oh, 16. In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. Alter, wir haben so gut wie gewonnen. Jawohl, 572. Wisst ihr, da kann man richtig Geld machen. So, wo fehlen mir Zutaten? Oha. Okay, dann baller ich jetzt beide auf das Bier. Und du gehst nochmal einkaufen, du Schlingel. So. Und wir machen mal wieder normal. Ja, Info. Nutzt immer eure AP, eure Konkurrent tut das auch. Ja, wie ist denn das jetzt hier mit dem Portal? Haben wir jetzt ein AP bekommen? Oder, also wir hatten ja 4. Jede Runde bekommt man ja 4. Nein, nein, nein. So, Marktplatz. 13. 13. Ihr seid der Meister. So ist es. Hey, jetzt werdet mal hier nicht aufmüpfig. Ich glaube, es geht los. So. Ja, jetzt habe ich keine Rohstoffe mehr. Fehlen Zutaten. Oh, der Wagen ist aber da. Ups. Ja, jetzt ist doch gut. Ausladen. Wo ist er denn? Da. So. Und weiter geht die wilde Fahrt. Dum, 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 dum. Halt der Maul, der Maul. Nun? Obwohl, ich kann ja eigentlich noch. Ich kann die eigentlich nur alle bei Bier machen, weil ich habe noch 5 Weingeister. Das sind 5 Biere. Easy. Gönnermahlzeit. Ist der Preis immer noch scheiße? Bei Bier ist er immer noch gut. Aber es wird Abend. Deswegen sparen. So. Glücksspiel ist richtig, Wolf. Ich glaube, ich mache noch eine Runde. Es gibt immer richtig den Boost am Anfang. Aber ich bin da auch so eine gemeine Ratte, die dann neu lädt, ne, wenn es kacke war. Yolorina. 8. Elf. 17. Komm, würfel noch ein bisschen. Ja! So läuft das! Entschuldigung. So. Jetzt ist Abend. Wir haben 5 Bier, 5 Körnermahlzeiten. Es könnte nicht besser laufen. Meine AP, ich spare gerade meine AP. Ich setze sie noch ein. Keine Ahnung. Keine Bange. So, Loni, Behandlung normal? Oh. Ach so. Ich glaube, normal ist aber in Ordnung. Ne? So, mein Ziel ist es nämlich, also das Ding ist, nächstes Jahr werde ich die Möglichkeit erhalten. So, dafür spare ich nämlich gerade. So,
Gut, jetzt spulen wir mal vor. Wie sieht's mit unseren Rohstoffen aus? Sieht gut aus. Jawollo. Wenn der Weingeist übrigens übel low ist, was gerade der Fall ist, könnte ich ihn auch einkaufen. Aber eigentlich ist das nicht worth. Und was macht ihr, Hurenkinder? Ich will ja endlich mein verficktes Bürgerrecht. Brauche ich da echt einen Gesamtbesitz von 10.000? Wo sehe ich denn mein... Wo sehe ich das denn? Ja. Amtsübersicht. Okay. So. Warenverkäufe, ja, schön. Alter, warum bin ich so krass im Minus? Achso, nee. Das war jetzt nochmal Steuern und Personalkosten. Ja. Gut. Bargeld und Gebäudewert zusammenrechnen. Okay. Im Sommer 1405 stehen euch an, von 7 bis 9 Uhr. Nice. Ah! Hier, das Portal. Okay, jedes Jahr plus 1. Krass. Ihr könnt nun das Bürgerrecht erwerben. Jawollo! So. Sehr gut. Ja, wer will ich? Schnell dorthin. Leider fehlt euch etwas Geld. Ah, okay. Gut, wie sieht's hier aus? Ja, da war wieder nix. Regelmäßig Gebäude renovieren. Okay, ja. So, jetzt verkaufen wir erstmal das Bier, wa? Oh, jetzt ist der Preis übel kacke. Oh, nee, dann warten wir. Renovieren, sagt er. Ah, ich mach mal so, ne? So, ihr seid wieder da. Gut, dann frisch ans Werk, meine kleinen Boys. Normal. Okay. Ja, wenn der Bierwert höher ist, dann verkaufe ich das. Oh Gott, das sinkt noch mehr. Scheiße. Aber Körnermahlzeiten steigt. Guck mal, dann baller ich jetzt alles in Körnermahlzeit. Weil da steigt gerade der Wert. Wenn ich das richtig beobachte. Scheiße, jetzt habe ich nicht genug Geld fürs Bürgerrecht. Hätte ich das gewusst, hätte ich das Portal in der ersten Runde gebaut. Gebäude ist abgeschlossen. Ja? Okay, echt minimal. Was ist das Ziel von dem Spiel? Einfluss gewinnen, reich werden. Kontrolle in der Stadt. Wir sind ganz am Anfang. So, ja, der Preis geht weiter hoch. Hier geht es auch wieder leicht hoch. Na gut, schauen wir mal. La 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 la. Ich dachte, dieses Jahr kann ich hier Meistergrad machen. Hm. Dafür spare ich auf jeden Fall die AP erstmal. Ja, jetzt heißt es wieder erstmal warten, ne? Ich könnte mal gucken. Stein und Bier. Ah, ne. Lohnt nicht. So, was haben wir hier? Pachtniveau ist hoch. Schön. Was heißt das? Ich glaube, man kann ja übelste Pro werden. Oh, Bierpreis geht wieder hoch. Dann... Macht mir Bier. Ich schätze, er steigt jetzt noch mehr. Man muss ja gucken, ne, wie hoch man geht. Aber das ist jetzt quasi ein normaler Preis. 404. Ne? Kann man machen. 426? Wenn das jetzt so krass am Steigen ist. Ich
machen wir schneller. Ups. Die können aber jetzt auch durchgehend der Preis scheißen. 448. Gute Nacht. Ey, es sind noch schön viele am Start, ey. Was so im Spiel? Um die Uhrzeit an einem Sonntag? Nice. La, 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 la. Oh, ist wieder runtergegangen, ne? Dann jetzt ab in den Kampf. Ups. Dann verkaufen wir jetzt das schöne Bier. Und wir verkaufen mal 5. Können wir mal Zeit, der Preis sieht auch gut aus. So. Und ab dafür. Machen wir wieder normal. Die Preise beobachten. Ist hier wie an der... In einem wie an der Börse. Fehlen Zutaten. What? Oh lol. Achso, er hier. Was er kann ich tun? Deine Mutter löten. Oh, Bierpreis wieder hochgegangen und Dingens auch. Nice. Brennpunkt Köln, jo. So, hier ist er. Stein und Bier. Nice. Komm, wird jetzt verlötet hier alles. Zack. Boah, Alter. Wir nochmal Zeit. Guter Preis. So. Importe. Importe. Wenn wir schon hier sind. So. Und zurück. Ja, sieht doch gut aus. Jetzt haben wir wieder Moni. Jetzt kommen wir vielleicht das Bürgerrecht. Jawohl. Ihr werdet benachrichtigt, ob euer Anliegen das Wohlwollen des Ratsherrn genießt. Ja. Ich hoffe. So. Renovieren können wir jetzt mal. In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. What? In einem eurer Schankbetriebe... Ja. Jetzt aber der Wagen da. Alles gut, Jungs. Ich kann doch mal mein Lager ausbauen, oder? Gibt es Arbeit? Ja. Dexter! Dexter! Warte mal, wo ist mein Lager? Ach hier. Kapazität erhöhen. Ja, mehr Platz. 400. Ja. Dauert das jetzt? Wird das jetzt... Ist das jetzt instant da? Wird das jetzt gemacht? Okay, ich glaube... Es wird jetzt gemacht. Gebäude ist abgeschlossen. Nice. So, wir haben jetzt... Ja, Gold ist immer noch gut, obwohl wir jetzt gerade alles renoviert haben. Wie viel Wert hat das? Nice. So, das kann ich jetzt auch nochmal ein bisschen... Guck mal, wir schwimmen ja gerade in Geld. Wenn wir die Scheiße machen, die Scheiße. So, aber dann haben wir jetzt echt bald alles, ne? Ach so. Schutz vor Einbrüchen. Oh, 600. Und Brennnesseln. Ja, komm. Gönnung. Sehr gut. Alter, was pfeift der denn? Was ist jetzt los? Herzlichen Glückwunsch. Ich mach Pause. Nach reiflicher Überlegung und in Anbetracht eurer Spende haben wir entschieden, dass ihr von nun an folgenden Titel führen dürft. Dexter! Da hat jemand übel gesniped. Nein, aber was er eigentlich meint... Bürger. Alter. GG. GG. Gibt keine freien Ämter. Titel. Dexter. Alter. Schüss. Oh,
sehr schön. So, Wagen. Ich kann nochmal Rohstoffe einkaufen. Scheiße, ey. Highlight des Abends. Oh. So, wie ist es jetzt hier eigentlich? Ich will endlich hier... Ja, jetzt mach mal Eier. So, wir sparen jetzt auch dafür die AP. Verkaufen tun wir jetzt erstmal noch nichts. Ja, denn über Nacht nicht. Erst morgen früh, genau. Ich bin endlich Dexter. Glückwunsch. Ja, heute kommt Risen 2 Folge. Richtig. Ah, das war schön. So. Alter, das war so hart retarded. Wer war das überhaupt, ey? Captain Dingeling. Junge, du bist einfach ab heute eine Legende. So. Oh, ich kann echt nicht mehr, ey. Was? Nicht genügend kölnischen Mark? Wieso, wie teuer ist denn die Scheiße? Eieiei. Ist ja echt gerade ganz schön teuer. Oh, das aber auch. Ey, gut, dann... Ich glaube, es sah gerade nur so wenig aus, weil wir unser Lager erhöht haben, oder? Spar Money für den Gebäude-Upgrade. Jo. Klei Tourist, Alter. Obwohl, wir haben echt nur noch 4. Oh, warum ist denn das jetzt so teuer? Dann mache ich das erst morgen. Ihr könnt jetzt so einige Zeit in Brauereien norddeutscher Hansestädte verbringen, mit diesem Wissen einen gehaltvolleren Meistergrad als Wirt zu erlangen. Haben wir das heute auch noch? So, jetzt Feierabend. Ja. Gut. Sehr gut. Ah, ist das schön. Ich brauche neue Twitch-Emotes, ne? Muss ich mal echt gucken. Schaffe ich vielleicht diese Woche. Ich wollte mal Danke für die Unterhaltung sagen. Danke dafür. Bitte! Sehr gerne. Ich finde gerade einen sehr angenehmen Stream heute Abend. Grüßerchen. Danke euch. Ah! Ja, jetzt hier die ganzen Erweiterungen, genau. Oder kotzt wieder einer komplett ab. Ha, jetzt sind hier aber zwei Leute. Ich habe wirklich einen Gast. Gut. So, jetzt sind wir wahrscheinlich am Anfang wieder übel im Minus, aber wir verkaufen ja schnell. Dexter-Emote, ja. Verkaufe ruhig ab und zu mehr. Wenn der Preis gut steht und der Tag lang ist. Über den Tag würden wir dann ja wieder was produzieren. Jo. Jetzt stehen wir minus 400. Ist halt nicht so nice. Das Game heißt die Gilde 1. Bla bla bla, uninteressant. Ihr verfügt in diesem Jahr über 10 AP. Ach ja, Tatsache, jedes Jahr 1 AP mehr. Das ist übel gut. Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von jetzt schneller subscriben! Das Recht verlieren, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid... Schankwirt. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Schenke und das Wirtshaus. Zugängliche Ämter, Nachtwächter. Vereinigung gegen die Sperrstunde. Gut. So, jetzt gehen wir erstmal... Wie ist der Bierpreis? Der ist okay, der ist gut. Dann gehen wir jetzt erstmal richtig schön einen scheppern. Ja, komm. Ab zum Markt mit dir, du Hure. Ja, ja. Ja. So. Jetzt können wir mal gucken in der Zwischenzeit. Option. Eine Stufe aufwärmen. 5700. Aber dann wird's geil. Und unser Haus? Entschuldigung. Okay. Gut. So, Verhandlungsgeschick. Wichtig. Rein. So, dann bewerbe ich mich mal fürs Amt. Bewerben. Obwohl, wie sieht die Kammer aus? So, er hier bestimmt das. Rudolf Lohmann. Okay, bewerben. So, dann probiere ich den mal zu bestechen. Spionage, Beweise sichten. Kann ich den nicht bestechen? Jemanden erpressen, Anklage erheben. Ich könnte ihn auch erpressen. Aber ich glaube, das ist nicht so gut, ne? Spionage. Gebt an, wie der Spion bei der...
Ich muss mal kurz überlegen. Wie lange braucht der? Weil ich könnte ihn jetzt spionieren, ausspionieren, dann könnte ich irgendwas finden und dann ihn erpressen, oder? Falls der Dreck am Stecken hat, oder? Kann man jemand, ja? Hat jemand eine Ahnung? Nee, ne? Es kann natürlich jetzt auch sein, dass das Essen nächstes Jahr fertig ist, aber dann ist schon die Wahl. Dann würde es... Nee. Ich weiß nicht. Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Schlag ihn. Jein! Du musst erst das Hinterzimmer in deinem Haus bauen, damit du bestechen kannst. Und der Pressen bringt in der Hinsicht nichts. Ah, okay. Dann lasse ich's. Nein. Nein! So. Gut. Achso, der Wagen ist da. Langsam. Gut. Alter, weißt du, sogar hier regnet's, Alter. Aber hier nicht. Ich raste aus. Okay, wie ist der Bierpreis? Gut, nehmen wir. Nehmen wir auch. So. Import. Spionage würde auch zu lang dauern, alles klar. Preis. Ist wieder mal Kacka. Aber ist ein bisschen runtergegangen, immerhin. So. Gut. Eieiei. Ich habe hier 5 Weingeist. Hm? Okay. Du kannst mal wieder Bier brauen. Dauert zu lange und bei den Wahlen kommt es eh mehr auf Freundschaft und Vetternwirtschaft an. Okay. Okay, gut. So, spielen wir jetzt nochmal eine Runde? Ich muss nochmal wieder speichern. Ich bin echt so eine Hure. Ich würde dann, glaube ich, echt neu laden. Sogar und streamen. Übrigens kann jeder ins Schankhaus gehen und das machen. Jeder, egal welchen Beruf man hat. Oh lol. Keiner da. So, was haben wir hier? Alles fertig, ja. Ja gut, dann sparen wir jetzt auf das hier. Na gut, so, machen wir wieder normal. Der Wagen ist da, Taritara, schön. Dann laden wir mal ab hier, die Scheiße. So, wie ist ja gerade der Preis? Oh Leute, der sinkt weiter. Dann schicke ich den mal nochmal hin. Weil Gerste ist nice. Gerste brauchen wir am meisten. Brauchen wir für Bier? Ja, für alles brauchen wir Gerste. Ist halt so 2/3 zu 1/3. Weißt du schon, was du nach Risentine Let's Playen wirst? Wahrscheinlich, also ich überlege, ob ich überhaupt Risen 3 spiele, weil ich weiß nicht. Also ich bin generell mit meinem Let's Play aktuell ziemlich unzufrieden. Wegen den Kommentaren. Der Welt trauern. Das zackt halt übel. Ja, cool. Also, versteht mich nicht falsch. Ich mache das gerne. Es macht auch Spaß. Aber im Letzten, also ich merke, umso größer mein Kanal auf YouTube wird und... Ihr werdet Opfer eines Taschendiebstahls. Hurensohn! Und, umso neuer das Spiel wird, was ich Let's Play, ne? Also es fing ja mit Gothic 1 an, jetzt mittlerweile sind wir bei Risen 2. Umso komischer werden die Kommentare. Ein bisschen wie der Twitch-Chat. Das sind halt echt mittlerweile übelst Vollidioten. Und gerade dieses Let's Play hat sich halt ausgezeichnet, meine alten Let's Plays, meine Let's Play-Reihe, dass ich halt viel auf Kommentare eingehe und so. Und da bin ich in letzter Zeit ziemlich frustriert drüber. Das ist echt kacke. Also wenn man das vergleicht so mit den Kommentaren unter Gothic 1 und 2, mittlerweile ist das echt richtig scheiße geworden. Im Vergleich. Ist immer noch okay. Und ich... Ja, jetzt ist doch mal gut! Ich sag ja auch andauernd nochmal meine Meinung, ne? Aber es sind halt auch inzwischen echt viele, die dagegen steuern. Hi. IQ TV. Deswegen bin ich am überlegen, ob ich überhaupt nach Risen 2 weitermache mit so einem nebenbei 15 Uhr Let's Play. Oder ob ich nicht sage, dass ich dann immer
mir was anderes überlege für 15 Uhr. Zum Beispiel Ark, ja, mal Survival of the Fittest ausprobieren. Oder ein bisschen Overwatch springen. Oder, weiß nicht, ja, dass ich da so ein bisschen mehr mit der Zeit gehe. Also, beziehungsweise, was mir auch selber aktuell Bock hab, macht. Das wäre nämlich Overwatch und Ark. Und gerade Ark will ich eigentlich auch mehr machen. Aber auf der anderen Seite ist es so schade, weil dieses normale Solo-Let's Play, was es dann auch nicht mehr gäbe von mir, es gäbe dann kein Solo-Projekt mehr von mir, würde es dann auch nicht mehr geben. Fehlen Zutaten. Was? Ach so. Was kann ich tun? Ja, das sind so die Gedanken, mit denen ich mich gerade befasse. Ja, Horror-LP, ja, nee, wäre ja, das würde es ja nicht lösen. Ja, auf der anderen Seite will ich halt auch nicht die Spastis gewinnen lassen, so in der Kommentarsektion, weil ich meine, ich weiß nicht, wie viel Kommentare sind so unter einer, es wurden übrigens immer noch welche für Totenwächter oder Gaukler. Wie viele Kommentare sind so durchschnittlich unter einer Risen-Folge? Wir gucken mal eine an, die jetzt eine Woche alt ist. 375 Kommentare bei 46.577 Aufrufen. Also unfassbar wenig im Vergleich. Und deswegen ist es halt auf der anderen Seite dumm, sich davon so beeinflussen zu lassen. Aber ja, das mache ich halt immer leider. Der Preis ist gerade katastrophal vom Bier. Denn es gibt immer ganz viele, die sagen, das auch so Twitch-Chat. Ich als Streamer, das tangiert mich nicht, da stehe ich drüber. Aber wenn du mal richtig... Also es wird halt immer mehr und dann langsam... Also ich bin nicht so einer, der das von sich behauptet. Also ein gutes Stück ja. Aber ich meine, ich fühle mich jetzt auch nicht angegriffen oder beleidigt oder gedisst, wenn Hurensohn kommentiert. Sondern diese Negativität, die da überhand nimmt, die belastet mich. Und das ist halt das Visuelle, was man an Feedback... Das ist ja das einzige Feedback, was man als YouTuber hat. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Ding. Und Leute... Aber auf der anderen Seite halt auch wieder. Leute, die happy sind, die zufrieden sind, die kommentieren nicht. Ein Mensch kommentiert immer dann, wenn ihm was nicht passt. Oder er. So. Ja, genau. Schreibt es gerade auch der herausragend. Ja, klar, die Solo-Projekte machen meinen Kanal aus. Aber auf der anderen Seite würde ich da zum Beispiel jetzt jeden Tag Ark bringen. Wäre auch ein Fest, ja. Ich liebe Ark. Und mit Marcel zum Beispiel macht es auch übel Bock. So, ich beobachte jetzt mal den Bierpreis. Wie im Real Life auch. Ist hier wie im DAX. Es sind gar nicht mal unbedingt Flamer oder Hater. Es sind einfach unfassbar viele junge Menschen, denen das Internet, so wie es heutzutage ist, nicht allzu gut tut. So. Naja, aber das sind halt so Dinge, mit denen ich mich täglich oder stündlich befasse, die aber euch gar nicht eigentlich weiter tangieren, so. Beziehungsweise als Zuschauer sieht man ja, man nimmt ja mich nur wahr, fast. Es sei denn, es kommt mal so eine Ansage zwischendurch, euch Streamer und redet jetzt wie jetzt. Kommt ja eigentlich nur gute Laune und tolle Videos jeden Tag so. Aber es ist halt immer doch immer ein bisschen mehr, was so dahinter steckt. So, ich glaube, das Einzige, was ihr jetzt tun kann, ist echt auf den Bierpreis zu hoffen. Und dann Millionär zu werden. Ja, geht wieder ein bisschen hoch. Ich kann vielleicht... Guck mal, ich kann noch mal... bisschen wieder spielen hier. Ich speichere mal. Kartoffelbrei. So. Im Haus und Hof spielen. Go. Boah, Alter. Jetzt kommt aber das Feedback. Ja, genau. Das habe ich mir gedacht, dass ich halt so Solo-Dinge... Zum Beispiel die Gilde. Das wäre so ein Ding nach Risen 2, könnte ich mir vorstellen. Aber man kann es ja auch so machen, dass man das quasi in die Streams auslagert. So, ich habe hier 5, dann erhöhe ich mal. Ne, und dass man die dann auf meinen zweiten YouTube-Kanal hochlädt. Dass man da halt auch Parts schneidet. So mit dem Overlay auch mit dem Chat drin.
und das dann auf YouTube hochlädt, auf Hand of Life. So, erhöhen. Das ist, glaube ich, echt eine gute Idee. So, ich habe jetzt 3, 6, 12. Erhöhen wir nochmal. Der grinst, der Ich habe 18. Wenn ich jetzt gewinne, lade ich nicht neu. 6, 12, oh, 15. Scheiße. Komm, hoffentlich würfelt er zu viel. Ja, ich lasse mich ja auch nicht ärgern. Aber sowas beschäftigt natürlich einen YouTuber jeden Tag. Oder auf jeden Fall mich. YouTuber ist ja auch immer super unterschiedlich. Jawohl! Ich lade nicht neu. Jetzt bin ich wieder... Komm, noch eine Runde. Um Haus und Hof. Boah, es ist auch spät schon, ne? Ich mach mal langsam. Xavier. Ich spiele gegen Xavier. Nein, du. Ich habe jetzt 10. Was? Ah, der hat einen Pasch! Hurensohn! Nochmal! Yo, jetzt halt. Ich lade neu. Das ist halt die übelste Lücke im Game. Das ist so nice. Er müsste eigentlich autosaven nach jeder Runde. Früher habe ich das den ganzen Tag so gemacht. Das Ding ist, es ist wie im Ranked, wenn man AFK-Typen killt, ne? Du gehst halt ins Ranked und beißt zu. Du gehst ja nicht rein, um fair zu spielen. Du willst ja climben. Man nimmt das Spiel so, wie es ist und abused es. Und dann kann man es auch ganz schwer stellen. Ey, Kacke hier. Kommt direkt das Karma. 9. Ich safte so, deswegen kommen die Mücken. So, 14. High Risk. 17! Da grinse ich mal. Jawohl, 600. So, jetzt muss ich meinen Bierpreis begutachten. Ha! Erwischt, Hure. Wie ist der Bierpreis? Achso, steht er ja immer. 446. Ich habe 6 Bier. Ich spare das jetzt so lang, bis der Preis richtig gut ist. Achso, neuer Outlast-Teil. Ja, Alter. Ja, ich weiß, ihr wollt es. Ich weiß. Oh, Feierabend. Na gut. Tiermörder. So. Ja, Outlast. Ach. Das sind ja meine Wurzeln so, ne? Die Horror-Let's Plays. Und ja, ihr wollt es alle sehen. Und ja, die Outlast-Teile und die Horror-Games, die kamen immer richtig gut an. Aber es zerstört mich. Leute, es zerstört mich. Ich erinnere mich noch, wo ich Whistleblower gezockt habe. Das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, 2,5 Jahre. Ich konnte nur einen Tag, ein Part am Tag aufnehmen. Die Teile sind inzwischen so gut, Horror-Games. Die sind so gut, was so Sound und so angeht, dass man... Ich gucke viel lieber einen Horrorfilm allein, als ein Horrorspiel, ey. Das zerstört einen. Er ist alt geworden, ja. Er verträgt es nicht mehr. Er ist der zweite Teil. Also ja, eigentlich... Alter, halt doch mal die Fresse hier. Oh, komm, Dexter. Real Fail. So, Ende. Wie ist der Bierpreis? Über 5. Wenn es über 500 ist, verkaufe ich. Ja, ja. Let's play ihr mal Horror Games, Alter. Oh, ich erinnere mich. Hotshot GG hat damals, ich glaube, es war Season 1 oder so, oder noch davor. Oh, ich habe Gewinn? Ah ja, ich habe ja nichts gekauft. Krass. Hotshot GG hat damals Amnesia gestreamt und es war so lustig, wer sich so eingekackt hat. So, jetzt aber bitte Ruhe! Boah, ist das... Also... Ja, der Sound ist gerade übel scheiße. Toll, das war's. Ups.
Ich glaube, das war gerade Soundbug. Scheiße. Ich weiß nicht genau, wieso das jetzt ein Soundbug war, aber okay. Die Gäste eurer Schenke lustig und flüssig sind mit dem Angebot zufrieden. Gäste 8, Umsatz. Ah! Hä? Ist gerade irgendein Event? Oder ist das jetzt einfach nur, weil ich so viel Rohstoffe habe, dass die wirklich anfangen zu kommen? Krass. Okay. Irgendwas wollte ich jetzt gerade machen. Ach ja, gibt's ein neues Amt. Ja, es hat nicht geklappt. Guten Nacht, Michi. Es hat nicht sein sollen. Schade, es gibt doch keine freien Ämter. Tja. Hat jemand da irgendwie einen Tipp? Da habe ich immer früher, also wie gesagt, ich war jung und dumm. Und früher bin ich nie in der Politik vorangekommen, weil eben hat einer geschrieben, es hängt mit Vetternwirtschaft und so zusammen. Ja. Aber wie wird man denn zum Beispiel Freund von jemandem? Ja, jetzt kommen sie alle mit ihr. Jetzt auf einmal kommen sie alle mit ihren Horror-Games-Erfahrungen. Ja, in Wahrheit seid ihr nämlich die Muschis, nicht ich. So. Kappa Pride, warte. Geil. Ups. So, ich könnte mal wieder reparieren, oder? Weil er hat auch gerade gesagt, dann geht doch die Effektivität der Ausbauscheiße flöten. Renovieren lassen. Und machen wir mal die volle Dröhnung. Ja, tadelloser Zustand. So. Bestechen zum Beispiel. Der Kaiser, ja, aber hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Der ist Nachtwächter, jetzt der Hurensohn? Scheiße. Warte mal, Pause. Bestechen. Dexter! Bestechen. Aber dafür, fürs Bestechen, brauche ich hier ein Bestechen. Weil ich kann ja nicht bestechen. Ich kann ja nur Spionage, Beweise sichern. Was noch? Kann ja nichts. Muss ich dafür Räume, neue Räume haben? Also das Haus upgraden und so weiter? Anbauen? Nee, neue Räume einrichten? Oh! Oh! Pause. Nee, langsam. Bibliothek. Was brauche ich dafür? Der Salon dient Empfängen und seid immer auf den Laufenden und vielleicht genießt ihr schon bald den Ruf eines verständigen Kenners von Politik und Wissenschaft. Und ein Hinterzimmer. Bestechung. Ah! Hinterzimmer, aber doch auch Salon, oder? Silberring? Ah, okay. Ja, dann baue ich jetzt erstmal Hinterzimmer. Achso. Ach nee, ich wollte erstmal. Ich glaube. Boah, was ist dringender? Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Wenn es über 500 ist, gehe ich shoppen. Ich meine, verkaufen. So, da fragt gerade jemand, wie ist es mit Fantreffen? Zuschauertreffen. Ja, auf der Gamescom, denke ich wieder. Viel. Da wird aber vorher ein Ansagevideo kommen und da werdet ihr es dann mitbekommen. Also einfach stay tuned, ne? Und dann müsste man es eigentlich mitbekommen. Bestechen. Ja, ich glaube, ich mache dann erst ein Hinterzimmer, bevor ich die Schenke upgrade, weil Politik, umso eher man vorankommt, umso besser. 500! Beladen! Komm, die Körner nee, komm. Vielleicht bringt mir das was noch. Ja. So, und Abfahrt. Yep. So, dann kann ich jetzt auch mal wieder normal machen. Und ich kann wieder sieht eigentlich aber, zwei beim Bier machen. So. Oder erst Hinterzimmer oder erst hier ausbauen, die Kacke? Ich weiß nicht.
Der Salon bietet dir legale Methoden für Ruf, das dauert aber länger. Die Samen im Hinterzimmer sind riskanter, gehen aber schneller. Ah. So. Oh, Leute, ist der Preis jetzt noch krasser? Yo! Und weg damit. Zack, 4000. Ah, nein, Ressourcen. Oh, scheiße, er muss direkt wieder zurück. So, okay, dann baue ich mal ein Hinterzimmer, wa? Und einen Salon, oder? Was haltet ihr davon? Salon ist halt ehrlich, Hinterzimmer ist... Aber ich habe da halt auch keine Fähigkeiten drin. Oh, nice. Die besten Glückwünsche. Ihr habt eure Kenntnisse im Talentverhandeln durch die Lektüre des Buchs Angebot und Nachfrage ausgebaut. Ihr seid jetzt... Oder was bin ich? Ihr seid jetzt ziemlich gut. Das mit der Pause ist übel retarded. Ich mach jetzt mal Hinterzimmer. So. Go. So. So, und ich muss hier wieder... Was muss ich... Ja. Guck mal hier, direkt noch drei Bier. Holy shit. Markt. So. Und ich brauch... Ich brauch beides. Okay. So. Lesk ist ein Hater. Könnt ihr euch mal lieb haben? Lappen. Hinterzimmer, Minterzimmer. Klettergerüst, Mettergerüst. Du hast nur einen Platz. Ach so. Okay, ja, dann Hinterzimmer. So. Warte. Ganz langsam. Wie ist der Bierpreis? Immer noch gut. Weg damit. So. In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. Hey, Nell! So, so und weg damit. So, jetzt will ich aber nochmal mystisches Silberring, sagte er. Silberring? Wenn ihr euch einen Silberring auf den Finger steckt, erhaltet ihr für die Dauer von 3 Runden 10% auf euer Ansehen gegenüber jedem Stadtdiener, Stadtschergen und Informanten. Das heißt, wenn ich das nächste Mal mich bewerbe für ein Amt, statte ich mich schön aus. Nice. Erstmal danke für dein super Video. Okay. Ah, okay. Ja, ich hab das Problem, dass ich manchmal nicht checke. Er haut manchmal mit dem Bajonett zu, manchmal nicht. Das ist überretarded. So, wann ist jetzt der Wagen da? Ah, da ist es. Und weg damit. Oh. Okay. Gut. Alter, die ziehen jetzt richtig durch, ne? Krass. Ich bräuchte eigentlich 3. Dann könnte einer immer Weingeist herstellen und 2 Bier. So. Wann kann ich die befördern? Kann ich gar nicht. Okay. Geselle ist wohl das Höchste. Ja, Einbruchschutz, klar. Ach so, hier. Lol. Neue Räume einrichten. Ja, habe ich. Gut. So. Anbauen. Ja. Ah, okay. Gut. Aufwerten geht noch nicht. Gut. Irgendwie neues Amt? Nee. Gut. Gut. Dann weiter Bier produzieren, ihr Lurche. So. Ich könnte noch mal hier spielen. Ich speichere mal. Speichern. So. Nice. Der ein... Irgendwie... Ich glaube, umso mehr Geld man hat, umso mehr... Einsatz hat man, ne? 8, 9. Würfeln wir mal weiter. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Nee, nee, in den Aufnahmen, die ich schon aufgenommen habe, die aber noch nicht draußen sind, habe ich schon Bajonett. Und da habe ich am Anfang, hat er mit dem Bajonett zugehauen, aber später dann nicht mehr. War irgendwie komisch. Oh.
4, 8, 9, 10, 15. Ja, das ist gut. Scheiße. Nochmal. Jo, fick dich. Laden. Ich bin zwar ein kleiner Hurensohn. Alter, seid ihr besoffen? Also jetzt an Al und Vlesk. Du hast im Personalbuch eine Möglichkeit, oben links übersehen, soweit ich das gesehen habe. Ach echt? Müssen wir gleich hin. So, go. Wollen wir hier vorankommen. 6, 12, 14. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Ah, weil ich aufgeladen habe? Okay, danke. 6, 12, 14, 15. Safe. Der würfelt eh zu viel. Oh, scheiße. Jetzt verliere ich. Oh! Nice. So, was haben wir hier? Hinterzimmer. Ja, jetzt wird's spannend, ey. Ist jetzt ein neuer Raum in meinem Haus. Guck, hier. Was, Zutaten? Was? Ah, ich habe wahrscheinlich keinen Weingeist mehr. So. Yep. Was soll ich tun? So. Schön. So, neuer Raum. Bestechen. Sabotage. Bei Nacht und Nebel verbessern. Das sollte ich, wa? Guck mal, es kostet aber nur 2 AP. Zack. Oh, jetzt schon Feierabend hier. Gut. 4 Bier. 5, ja. Guck mal, jetzt habe ich richtig Besuch, ey. Langsam läuft's. Ne? Ich glaube, man muss echt einfach nur übel viel im Lager haben, wa? Ich speichere nochmal, ich kleiner Hurensohn. Das ist einfach... Ah, schade. Lol. Speichert man direkt, hauen sie ab. Du hast das Spiel 5-mal durch. Ach so, du hast gerade geschrieben. Ach so, Risen. Ja, sorry. Okay, der Preis ist gerade ganz gut. Wie viel Rohstoff habe ich? Ich kann nochmal Gerste kaufen, wie ist da gerade... Oh, lol, Gerste ist übel billig. Abfahrt. Ab zum Markt. Ich kann da nochmal gucken, ob ein Ring... Nee. Ein Rapier könnte ich mir auch mal gönnen. Oh, Gehstock. Einer AP. 4 Runden hier, 1 AP zusätzlich. LOL. Oh, LOL. Hätte ich das mal gewusst. Und Flöte. Okay, das muss ich mir alles anschauen, wenn... So, warte, jetzt erstmal Importe. Billig. Übel teuer. So, dann ballern wir den Karren jetzt voll. Und ab nach Hause. So. Jetzt brauche ich einen Gehstock. Wo war der? Bücher? Nee, hä? Wo war der? Langsam bitte. Da. Ich gönne mir einen. Gut. Das war jetzt teuer, wa? Nö, geht. So, jetzt habe ich einen Gehstock. Schön. So, was bringt mir das? Ein Gedicht einer Frau gegenüber. Schön. Ein Buch, das nach der Lektüre ein zufälliges Talent ein wenig steigert. WGG ist sogar wert im Sonderangebot. Okay, geil. So. Angekommen. Entladen. Sehr geil. Schön. Dexter. Ja, geil. So, wie viel Uhr haben wir? Machen wir nochmal wieder normal hier. Hier ist voller Betrieb. Sehr schön. Ja, 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 ja. So, jetzt hier oben. Ich will mal heiraten. Um Ehepartner werden. Oh, ohne Amt. Ohne Amt.
Ratsinformantin. Was ist das denn? Ratsinformantin? Warte. Ne, wo war das Amtsübersicht? Ja, haltet mal Ausschau nach einer Frau. Ratsinformantin. Oh, die ist eine Heirat wert, wa? Also auf jeden Fall ein Try. Ja, ich bin schrecklich verliebt. Es würde 3 Jahre dauern. Bedenkt, dass sich diese Zeit auch verlängern kann. Sollte euer Ansehen und Vermögen sinken. So. So, und jetzt erpresse ich noch wen. Nein. Gut. So, dann sind wir jetzt auf Brautschau. Ist ja sexy. Ah ja, Personalbuch. Oh, Leute, ist ja voll hier. Ja, oben links, was? Ja, Lohnniveau und Behandlung. Nö, hier ist nichts, was ich nicht schon wüsste. So. Ja, die GG sagt, das wird jetzt Tradition, ja. So, schön. 6 AP. So, hier. Hat der scheiß Stock was gebracht? Nein! Ah, seht nur. Ihr habt euer nun Verständnis im Talent bei Nacht und Nebel ein wenig steigern können. Weiter so, dann werdet ihr bald mehr Münzen in euren Beutel wandern. Gut, ja. Eine 11 Gäste an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Krass. Unsere Stadt gedeiht. Es sind ausreichend Unterkünfte für Arbeiter da. Die Arbeitslosigkeit ist geringer. Ja, klar. Schön. So. Fenstergitter fertig. Ja. Warte mal. Der Gehstock. Ne? Benutzen. Scheiße. Gut. So. Benutzen. Rhetorik ein wenig verbessert. Nice. Das heißt, es ist übel pay to win hier. So, ja, Nacht und Nebel noch mehr verbessern? Was meint ihr? Ist kein Kampf frei. Für Bestechungsmaßnahmen, die ich dann irgendwann mal mache, wa? Ist ja noch billig hier. So. Jetzt gucken wir mal Bierpreis. Aber man hat gesehen, wenn ich Biere... Eis sollte ich die nicht verkaufen. Also eigentlich schon, aber... Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Was? Der Wichser. Ein Schmied. Ja, man hat ja auch so Konkurrenten, aber die sind eigentlich erstmal unrelevant. Ich werde langsam müde. Ja, Heirat Nachwuchs, ja. Nun gut, es geht los. Ihr könnt Maren in diesem Jahr als Beweis eurer Liebe etwas schenken, um so die das Zeit bis zu einer Zusage zu kürzen. Wurde meine Stufe aufgewertet. Alter, die upgraden jetzt alle. Scheiße. Die Bierpreise sind nicht gut. So, warte, du. Ja, gut. Hier. So. Gut. Wir können aber gucken, ob hier jemand zockt. Ne? Speichern. So. Schade. Was haben wir hier? Die Kirche. Predigt. Ja, heuer für eine... Krass. Das ist sehr sexy. Wo kann ich meine Werte einsehen eigentlich? Also, wie viel Rhetorik und so ich habe? Kredite kann man auch nehmen. Es gibt übrigens Berufe, die man nur als Zusatz lernen kann. Zum Beispiel Garde. Oder hier Bank. Richtig nice. Oh, da wurde was geupgradet. Die neueste Mode aus Paris erreicht als erstes euer Gehör. Und so entschließt ihr euch kurz an mehrere bunte Bändchen an eurem Hut zu befestigen. Die engstirnigen Städte aber lächeln euch darob nur unsicher an. Warum mache ich das dann so eine Scheiße? Oh,
Ah, keiner da. So, was machen die Bierpreise? Eieiei, sinken. 5 Bier. Na gut. Gut. Ja, dann würde ich sagen. Achso, hier ist ja in der Mache, ne? Genau. Ja, dann heißt es jetzt erstmal vorspulen. Und auf Bierpreise warten. Ah, seht nur. Ihr habt euer nun Verständnis. Ich höre das nochmal. Solange es 2 kostet, wird er geböllert. Bierpreise steigen. Ich überlege. Man hat ja eben gesehen, das ist nicht für Events, sondern wenn nach Feierabend, umso mehr Bier man hat, umso mehr verdient man. Das heißt, nur wenn die Werte richtig gut sind, verkaufe ich mein Bier. Bei über 500 würde ich sagen. Oder? Ja. Weil die Körnermahlzeit gerade auch gut ist. Schade auch, dass kein Amt frei wird. Das ist übel scheiße. Und ich schenke der alten nix, die ich heiraten will. ...480. Schneller geht nicht. Na gut. Ah. Speichern. Ich hoffe, jetzt geht's immer noch. Manchmal ist das ja nach dem Speichern weg. Das ist so ein bisschen hurensohnig. Alter. Ah. So, 311. Nee, die Einsätze sind tatsächlich unterschiedlich. 9, 10. Und jetzt eine schöne 6. Jawohl! Ist quasi gewonnen. Jawohl. 700. Nice. So, was haben wir? Oh, kratzt an 500. Ich kann da auch mal höher pokern, ne? Oh, lol, da kann ich mal Bier mit herstellen. Oh, wie ist gerade der Roggenkurs? Eieiei. Körnermahlzeit locken wir Kunden an. Ich dachte Bier. Ich dachte beides. Von hungrigen Wirtshausbesuchern wird dieser Brei oft bestellt, sodass ein Wirt immer ausreichend davon im Lager haben sollte. Ja, aber bei Bier auch. Die besten Glückwünsche. Ihr habt eure Begabung im Talent bei Nacht und Nebel durch die Lektüre des Buchs Der Schatten, dein Freund, erhöht. Eure Fähigkeit ist nun mäßig und immer noch verbesserungswürdig. Aber stimmt, das Bier ist dafür da, für die Zufriedenheit, und mit dem Körnerbier macht man Geld. Verstehe. Das heißt, ich baller mir jetzt mal das ganze Lager voll mit Körnermahlzeit. Und Bier verkaufe ich immer auf dem Markt. Oh, der Kurs ist übel gut. Wobei, das für die Zufriedenheit, ne? Egal, der Kurs ist übel gut. Ja. Ja. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Ja, ja, mache ich jetzt auch gleich. Oha. Duftwerkstatt. Tschüss. Gut. Schnell dorthin. Na? Jetzt haben wir aber ein bisschen Geld, wa? Importe. Gerste hat gerade einen übelsten... Oh, Alter, die Preise. Die Preise, Leute. Wie viel haben wir denn noch? Oh ne, Roggen brauche ich echt. Roggen brauche ich. Auch wenn es weh tut. So. Ihr seid der Meister. So ist es. So, upgraden. Nice. Geil. Ja, ja, ich weiß. Upgraden.
Ich habe auch alles jetzt ausgebaut, ne? Ja, das kostet ab jetzt 4. Ja, dann lasse ich es jetzt erstmal wieder. Aber so ein Grundbedarf ist erstmal gedeckt. So, ist angekommen. Hä? Ach nee, der hatte eine Panne, scheiße. Nee, ist angekommen. So. Aber ich kann ihn trotzdem mal reparieren. Gut. Wie viel Körnermahlzeiten? Wir haben jetzt kein Bier, aber 6 Körnermahlzeiten. Das heißt, Zufriedenheit gleich 0. Oh, der Bierpreis ist so gut. Scheiße. Damit haben wir gerade richtig Knete gemacht. Vielleicht... Okay, ja, jetzt mittlerweile ist hier echt Besuch, ne? Aber ich glaube, es wäre mehr, hätte ich mehr Bier. Aber hätte ich mehr Körnermahlzeiten, würde ich mehr Geld verdienen. Tschüss. Kurz wieder irgendwer übel ab. Die Reparatur eines eurer ja, gut. So, oh, 4%. Alter, wie lange braucht das denn zum Upgraden? Scheiße. Ich hoffe, es macht jetzt... Macht es in der Pause? Geht es da voran? Ja, oder? Naja, mal gucken. So, Gewinn 3600. Nice. ...8 AP. Ja, jetzt bei 19%. Na gut. Ja, mache ich. 6 Gäste. Hatte ich. Nachtwächter. Jetzt geht's los. Oh, Entschuldigung. Nachtwächter. Bewerben. Info. Robert Gildenheimer. Den besteche ich. Mehr. Mehr. Ich will mehr. Es geht nicht. Ja, dann... Ich kann nicht mehr machen. Liegt das daran, weil ich nicht genug Nacht und Nebel habe? Was? Ich bin im Minus? Ja. Ach so, weil... Ja, klar. Generell Bier. So ist es. Scheiße. Oh, ich muss Bier verkaufen, solange der Preis noch gut ist. Cornish Call kommt wieder, jo. Ah, wir brauchen ein bisschen Geld. Fürs Bestechen. Deswegen konnte ich auch nicht mehr machen, ich Vollidiot, weil ich kein Geld habe. Guten Night und denk dran, du bist Dexter. Du bist Deutschland. Ja, habe ich nicht gepeilt, dass ich im Minus war. Ich dachte gerade noch, selbstverständlich bin ich übel im Plus. Ja, ja, 4 Jahre warten. Ihr könnt jetzt so einige Zeit in Brauereien norddeutscher Hansestädte verbringen, um mit diesem Wissen nice. Einen gehaltvolleren Meistergrad als Wirt zu erlangen. Nice. Geil. So, ein Bier und Abfahrt. La, 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 la. Sehr schnell. Und Abfahrt. In Ordnung. Bitte. So. Einer macht Körnermahlzeit. So, weil ich habe 5. Das wird über den Tag wohl ja wohl weggehen. Und der Rest macht Körner-Scheiße. So. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Patricia. Schön. Patricia. Oh. Davon kann ich kaufen. Komm, bis der Karren voll ist. Ach nee. Oh. Scheiße. Ich Vollidiot. Ich wollte ja Geld. Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Wirt. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Schenke und das Wirtshaus. Gezeichnet die Vereinigung gegen die Sperrstunde. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Patricia. Das ist gerade übel viel. Dexter.
Okay, gut. So. So, da kommt gleich der Karren. Ich gucke erstmal gegen Ende des Tages wegen Bestechen. Ah, das sinkt hier nochmal. Noch weiter. So, ich kann nochmal ein Bier verkaufen gehen. Und Abfahrt. Gilde 2 finde ich nicht gut. Wobei, ich habe mich noch nicht so reingefuchst. Aber ich erinnere mich, dass ich einmal das angespielt habe und fand es übel kacke. Aber vielleicht sollte ich es einen Try geben. So. Jetzt können wir den eventuell bestechen. Aber ich habe auch keine anderen Anwerber. Hm. Oh doch, jetzt gerade. Oh, jetzt rein. Okay. Dann auf ans Bestechen. Ich gehe mal all in. Oh ne, warte, ich habe eine Idee. Vorher gehe ich spielen. Xavier Naidoo. So. Was? Ah! Habt ihr es gerade gesehen? Ich konnte... Jawohl, so. Wieder gegen Xavier, der Alte. Ja, Gegenstände, genau, der Ring. Oh mein Gott. Sechs, zehn, elf. 14. Ah, da muss mehr gehen. 16, sehr gut. Was? Laden. Wir brauchen jetzt Geld und zwar schnell. Ich kenne Gilde ein. Okay. Bin erkältet. Dann gute Besserung. Dragon Age 1. Ja, das ist nicht so meins. Ich habe das mal so privat angezockt. Fand ich richtig kacke. So. Wir müssen jetzt viel gewinnen. 12, 13. 16. Was? 6, 12, 13. Oh, ich habe eine 5 gewürfelt. Fick you! Ich darf nicht so laut sein mehr. Wir brauchen jetzt Geld. Scheiße. Müssen auch Silberringe und so kaufen. Hm? Alles, was zieht. So. Go, go, go. Ich hab gewonnen. GG. Speichern direkt nochmal. Beim Pasch gewinnt man. Ah, okay. Gut. So. Warte. Ich muss jetzt erstmal nochmal langsam machen. Also. Wie viel sollte man bestechen? Mit wie viel, meine ich? Gibt's da... Guck mal, einen könnte ich mir mal... Hier, zack. So, den benutzen wir. So. Schön. Mountain Blade 2, ja. Alter, das werde ich suchten. Auch richtig hart. Gut. Gut, gut, gut. Wie viel sollte ich bestechen? Ich glaube, alle all in. Ich glaube, all in. Oh, ich kann gar nicht all in. Na gut. Go. So. Ja, dann lassen wir mal den Tag durchlaufen, wa? Das war's. Ich böller hier noch Körnermahlzeiten weg. Wie ist der Roggenkurs? Ei. Ja. Geht besser, ne? Aber okay. Geh auf Nummer sicher. Kommt immer auf die Mitbewerber drauf an. Ja, ich habe jetzt alles gegeben, was ich hatte. 600. Knapp. So. Ja, ich baller jetzt den Tag hier durch. Die ist Patricia, ne? Ja, the good chancen. Oh, was hat die da was an? Das hier?
Was ist das? Ist das eine Pulle? Ich hab das auch. Ich bin hässlich. Aha. Nun gut. 13,3. Gut. Gut, sieht gut aus. So, das letzte Bier, was produziert wird. Ich bin gespannt. Der Ring ist angelegt. Wie weit ist das hier? 43%. Alter, braucht das lange. Holy fuck. Na gut. Dann lassen wir einen Tag zu Ende gehen. Ich mache mal Werbung, weil ich habe jetzt gerade nichts zu tun. Bis gleich. Ich gehe auch mal auf Klo. Läuft jetzt einfach weiter. In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. So. Wie viel Uhr? Okay. 17,4. Naja. Da bin ich gespannt, wie viele Einnahmen ich jetzt bekomme. So, lass ich jetzt so durchrattern hier. Ups, wo fliege ich denn hin hier, ey? So, gleich zu Ende. Jetzt wird's spannend. Die fehlen Zutaten, was? Oh. Ah ja, für Bier. Ja, aber der ist ja eh schon nach Hause gegangen. So. Okay, ich habe halt übelstes Minus. Jetzt wird's nochmal spannend. Mal sehen, wie der Sound ist. Gesundheit. Ja! Ich bin jetzt Nachtwächter. Geil. Ich bin... Was bringt mir das jetzt? Was kann ich jetzt Tolles machen? So, jetzt erstmal langsam. So. Dünnbiere. Ja, I know. So. Drei Gäste. Es kommt doch auf Bier an, oder was? Weil die sonst zu einer anderen Schenke gehen, die Wichser. Eieiei. Okay, das hat 69. Das gefällt mir. Oh doch, ich hab Geld. Hast du eigentlich schon immer Metal und so gehört? Ja. Also, mit 12. Keine freien Ämter. Mann der Nachtwache, keine Weiber. Ich bin seine Krähe. Ja. Mage Köln, great again. Ja, ohne Witz, was kann ich jetzt machen? Kann ich jetzt in der Nacht mein Unwesen... Ihr werbt um Maren? Ja, das weiß ich. Eure Berufe. Amtseinkommen. LOL. Ich bekomme Geld. Absetzung beantragen? Ja, von dem natürlich. Ihr beantragt, dass Gardist am Ende des Jahres abgesetzt wird. Durch den Antrag sinkt ihr in Robert Gunz. Er ist eh mein Feind. So, und jetzt besteche ich den, der mit mir zusammen abstimmt. Und fick den. Dann wird das Amt frei. So,
Aber dafür brauche ich Geld. Und dafür muss die Arbeit beginnen. In dem Sinne. Wie ist der Bierpreis? Der Bierkurs ist in Ordnung. Ich check das immer noch nicht mit Bier auf Lager. Und ich habe jetzt auf jeden Fall ordentlich Körnermahlzeiten. Daran kann es nicht liegen. Es muss also am Bier liegen. Du bist die Spinne. Nicht, ja. So, das heißt, ich böller dir jetzt einen da rein, einen. Ja, beide da rein. Und ich kaufe einen. Wie ist der Roggenkurs? Eieiei. Info. Okay. Leider muss ich euch mitteilen, dass ich meine Handlung mehr endgültig Erzbischof Hurentochter. Die will mich nicht. Wird's noch bereuen. So. Ich glaube, für den Preis kann ich Bier jetzt verkaufen. Dann kann ich den einen bestechen. Und Rohstoff kaufen. So, Abfahrt. Die Fotze will mich nicht heiraten. Ey, ich glaube, es geht los. Um Ehepartner werben. Alle ohne Amt. Scheiße. Ich hätte um sie kämpfen sollen. Es liegt an mir. In einem eurer Schankbetriebe fehlen. Eieiei. Eine Hochzeit findet statt. Jo. Hey! Oh! Entschuldigung. So, Bier. Wie ist der Kurs? Alter, es gibt keine. Dann wird das jetzt hochgehen, oder? Ich warte mal einen noch ab. Nee. Ich verballer. Aufgeschissen. So. Import. Alter, 40. So. Ab nach Hause. Was haben wir denn hier? Ihr könnt an der Versteigerung der Pracht für die Mine ohne jeden Schall teilnehmen. Alter, ich könnte eine Mine kaufen, aber ich habe viel zu wenig Geld. Fickt euch, ey, die heiraten ohne mich. Sein Leben ausgehaucht. Das ganze Reich trauert um seinen Herrn. Die haben alle kein Amt. Was bringen die mir? Fotzen. So, der ist angekommen. So, und ihr ballert jetzt wieder Geist des Todes. So. Was ist hier? Okay. So, jetzt bestechen. Ich schätze mal, er stimmt mit mir ab, oder? Ich gebe dem mal 600. Das hat ja eben auch geklappt. Ich glaube, das ist ein guter Wert. So. Der stimmt mit mir ab, dass der abgesetzt wird, der Hurensohn. Oder macht das der Vorgesetzte? Das wäre jetzt fail. Aber es gibt keinen. Oh, dann könnte ich zwei aufsteigen, wenn ich übel sneaky bin. Alter, die Bitch. Die wird gefickt. So, jetzt können wir nochmal gucken. Speichern. Immer speichern. Vorm Spielen. Dann spielen. Abusen. Weiter. Alter, wie früh die bitteschön ihren Upgrade gestartet haben. Der Kaiser ist tot. Lang ja, jetzt ist doch mal gut, ey. So, renovieren. Jo. Und hier auch. Wobei, wenn es upgraded ist, ist dann wieder heile. Die mit Amt ist Schwierigkeit zu bekommen. Da brauchst du mehr Ansehen und eine höhere Position. Ja, bin ich ja gerade dabei. Ich. Also den vor mir. Ist es richtig, dass ich. Also. Nein, nein, nein. Wo ist denn hier? Wie komme ich denn da hin? Ach da. Ist es richtig? Also ich habe jetzt seine. Ihn abzusetzen beantragt und dann wird es ja hier jetzt in Folge des Tages, wenn er vorbei ist, abgestimmt. Stimme ich das mit ihm ab? Wenn ja, ihn bestechen, ist es richtig. Ja, oder? Oh Leute, da war noch was. Jemanden verprügeln lassen. Hoho. Hoho. Ho. Oh, ich habe noch AP-Punkte. Wo ballern wir das rein? Handwerkskunst oder. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Gott, das ist sick. Meistvoll. Renovierung abgeschlossen. Sehr schön. So. Ich hab hier. Nee, das bin ich. Nee, doch nicht. So, wie sieht's hier aus, Jungs? Ich hab da drei. Na dann, ab ans Bier. Oder eins stellt's noch her.
Was kann ich tun? So. Sehr schön. Wie ist der Bierpreis? Recht gut. Oh lol, der Körner-Scheißpreis ist übel gut. Ah, ich behalte die. Ich brauche immer welche auf Lager. So. Ich hätte gedacht, dass der Vorgesetzte von ihm noch mitentscheidet. Aber es gibt ja gerade keinen. Nachher climbt der und dann gibt es gar keinen für die Position. Acht. Zwölf. Jetzt eine schöne 5. 14. Komm, High Risk. 17. Das wird gut. Nice. Sehr gut. Ah, da ist ordentlich was los, oder? Cool, sind wieder voll viele Leute, weil ich mehr Bier habe. 3. Der Bier ist der Schlüssel. Es wird jetzt Bier geböllert. Ich verkaufe das mal nicht. Ich will jetzt mal wissen, was passiert, wenn ich übel viel Bier und Körnermahlzeiten und so im Angebot habe. Ihr sollt mal googeln, ja? Googelt das. Wie funktioniert das? Wie ist der Roggen... Warum ist der Roggenpreis immer sauhoch? Scheiße. So, ich könnte hier nochmal gucken. Ah. Warme Socken. Moschus. Betört die Sinne. Bringt mir irgendwas? Was? Hier eine Kette? Beim Stadtrat und auf Kirchen. Boah, da gönne ich mir eine, oder? Oh Leute, jetzt habe ich eine gekauft? Nee. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Kamm? Bei den Stadtschergen. Oh lol, was? Der kostet gerade 1000? Moment, meine Kategorie ist ja Stadtschergen. Oh, ich muss langsamer machen. Fehlen Zutaten. Warte. Bei Stadtschergen. Okay, also ein Kamm. Oder? Also, wenn ich das hier richtig betrachte. Pause. Brauche ich einen Kamm? Steigt euer Ansehen bei allen Stadtdienern, Stadtschergen und Informanten um 10%. Okay, ich brauche Stadtschergen. Also der Kamm, den brauche ich jetzt. Stadtrat und auf kirchlicher Ebene. Das wäre... Stadtrat und kirchlicher Ebene wäre... Kirchliche Ebene und Stadtrat. Ah, okay. Okay, dann muss ich mir noch einen Kamm gönnen. Fähigkeiten im Talent verhandeln, ein wenig steigern können. Übt nachgiebig weiter. Dann werdet ihr bald eine signifikante Verbesserung spüren. Schön. Schön. Gut. Das heißt, ich gönne mir jetzt noch einen Kamm. Aber der ist übel teuer gerade. Kann der Preis bitte runtergehen? Kannst du Max mal sagen, er kann Gebäude umbenennen, indem er in den Optionsmenü direkt auf den Namen klickt und die Bestechungsgelder sind bei keinem Ernenner useless, weil das da... Das Los da entscheidet. Was? Was? Bestechungsgelder sind bei keinem Ernenner useless, weil das Los da entscheidet. Und umso höher er kommt, umso teurer werden die Bestechungsgelder. Also sind sie useless bei jedem Ernenner. Ja gut. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Egal. So. Kommt hier nochmal was? Girl, gib mir einen Kamm. Da kommt gerade ein Karren. Bitte, ich brauche einen Kamm. Ich brauche einen Kamm. Mann. Warum ist ein fucking Kamm eigentlich 1000... Wie 1000 sonst was teuer hoch? Hä? Gerade ist eines eurer Gebäude um eine Stufe aufgewertet worden. Oh!
Machen wir jetzt direkt, komm. Nee, warte, ich muss mich erst jetzt hierauf konzentrieren. Ich brauche einen fucking Kamm. Please. Go. Gib mir Kamm. Komm schon. Oh Leute, ich habe gar nicht genug. Da muss ich noch einmal hier würfeln. Please. Please, es wird spät. Der ganze Laden ist voll. Oh. Okay, und wie kann ich... Option? Ich kann es nicht umbenennen. Geht nicht. Was hat er geschrieben? Direkt oben auf den Namen klickt. Im Optionsmenü. Oh, geht nicht. Ach, hier. Spandauer Brauhaus. Lol. Spandau Bräu. So. Ja, da hat gerade echt jemand schön abgeschmatzt. Fuck it. Ich hoffe, es klappt so. Gute Nacht, Al. Jetzt wird spannend, Jungs. Eine Ratssitzung. Game of Thrones geht weiter. Mit Soundbug. Alter, hat gerade wer gefurzt? Hey, noch wer? Ja, absitzen. Den hier habe ich bestochen, glaube ich. Den Fettsack. Räumt den Sessel leer. Ja! Alter, das ist Soundbug, ne? Kann man nichts machen, glaube ich. Was? Als Nachtwächter könnt ihr... Patrizier, Freiherr, Herzog. Ich nehme den Herzog. Oder? Dann mag der mich und der ist ein Herzog. Ist doch krass. Krass, aber was für ein Amt, Alter. Ja, und jetzt? Schade. Egal. Ich schätze, jetzt ist das Amt vor mir frei. Okay, lame. Gut, 7 AP. So. Ein Mitglied eurer Dynastie ist heute leider verstorben. Shh. 5 Gäste. Wow. Es. Oh, neue für euch zugängliche App. Gardist und Stadtschreiber. Was? Heute ist Bernfried Knabe gestorben. Ich versinke in tiefe Trauer. Krass. Ja, ist echt traurig. So. Wo sind wir? Leute, ich habe die Map gedreht. Wie habe ich das gemacht? Oder? Oder bin ich dumm? Hä? Hier ist der Markt. Nee, hier. Ich bin ver... Ah! Wie habe ich die Map gedreht? Wie drehe ich die Map? Gardist oder Stadtschreiber? Aha. Oder Stadtschreiber. Ja, dann für Gardist. Der kaiserliche Herold verkündet, in unserer unendlichen Gnade haben wir entschieden und verfügt, dass ihr von nun an den folgenden Titel tragen dürft. Patricia. So. Ja, ich brauche eine Frau. Gleicher Betrieb. Okay. Ja, ist richtig. Aber mit Amt wäre auch nice. Beruf, kein Meistergrad. Kein Meistergrad. Kein Meistergrad, kein Meistergrad, kein...
Bankierin. Fünfter Grad. Herzogin. 8 Jahre. Verköstigerin. Verköstigerin ist Gastwirtin. 5. Grad. Gönnung. Die will ich. Ich bin schrecklich verliebt. So. Okay, 6 Jahre. Gut. So, was steht hier noch? Ja, ich suche meine Geschenke. Ja. Google erfahren, dass du noch mehr Geld machen kannst, wenn du und die Angestellten viel Charisma haben. Da es dann Trinkgeld gibt. Weißt du, ob... Charisma? Ich will erstmal wissen, wie ich die Map wieder drehe. Die Gilde... Map drehen, Kamera drehen, nee, 1, Kamera drehen, ja, da ist was. Kamera, Schwenk. Mache Sichtweite. Oh. Ah. In der Stadtansicht. In dieser Ansicht sehen Sie die Stadt aus. Hier können Sie die Kamera auf 3 Arten in Bewegung. Entweder. Achso, scheiße. Beide Maustasten gedrückt halten. Ah. Gut. Pause. Wo ist der Marktplatz? Ich muss mich an sowas. Jawohl. Gut, so. Jetzt muss ich erstmal wieder hier alles auf Vordermann bringen. Ist ja erst Vormittag, oder? Ich habe ja hier ganz langsam. Gut. So. Roggen immer noch teuer. Gerste langsam annehmbar. Ja, dann verkaufe ich hier wieder Bier. So, aber wie kriege ich denn bitte schön Charisma? Ach, wenn vielleicht die Behandlung übel nice ist. Ah, ich kann wen einstellen, genau. Weil das Haus ist geupgradet. So, jetzt schauen wir mal. Option. Anbauen. Ne, 9 Raum. Oh, geht nicht. Oh, lol. Aber Rosensträuch. Ja, dann bauen wir das. So, jetzt sind hier 2 Sachen. Beleidigung ist verboten. Oh, Einkommensniveau ist niedrig. Niedrig. So, welche? Jawohl. Schlagt ein die Fässer, lasst uns trinken, schöne Mädchen, und zu winken. Der erfolglose Heimatdichter, bla. 25% Produktivitätsbonus. So, und die Jungs sind auch wieder da. Gut, und hier ist jetzt eine Ische, eine Köchin. What? Was macht die hier? Dunkle Ecke. Okay. Krass. Und? Destillierlaubnis. Schnaps. Höheres Gästeaufkommen. Ich besitze nicht genug. Aber das ist nice. Sehr gut. So. Wie ist es hier? 2. Okay, ich muss jetzt echt einkaufen. Oh, ich könnte die hier verkaufen. Die haben gerade einen guten Kurs. So. Und hier? Es geht hier. Ne, hier nichts, ne? So. Wenn ich hier... Ich werde hier Gardist am Tisch, ne? Muss ich den Fechtmeister hier... Oh, ich habe gerade gegen den gestimmt, ne? Eieiei. Aber bisher nur ich. Okay. Ich brauche auf jeden Fall einen Kamm. Oh, warte mal. Stein und Bier. So, der Kurs ist gut, ne? Jo. So, Rohstoffe. Alter, ist der Roggen. Okay, es geht. Scheiße. Ich glaube, jetzt einfach von beiden so 10. In dem Dreh. Ab nach Hause. So. Oh, keine Ressource mehr. Eieiei. Ah, dann können sie beide Bier 1 machen. So. Wie ist da der Bierkurs? Ja, geht so. So, ich werbe um die. Gut.
eure Berufe Furcht einflößen. Amtseinkommen 475. Absetzung beantragen? Nee, erstmal will ich da reinrutschen. Rosenstrauß. So, dann. Wachhund. Krass. Ja, irgendwann, wenn ich mal wieder richtig schön flüssig bin. Gut. Na, ansonsten hier, Destillierlaubnis. Gönn. Na? Wieder entladen. So, jetzt können wieder. Jetzt können die Jungs wieder ran. Nice. So, dann macht mal weiter. Es ist schon Nachmittag hier, ihr Lappen. Ja. Lasst uns Bier produzieren. Ich habe 8 Stück, aber der Preis ist echt kacke, ey. So, der Chat schläft langsam ein. Es werden sind es auch nur noch 2500. Ich mach mal Subscriber Mode off und guck mal, was passiert. Subscriber. Und guck, was passiert. So. Vielleicht. Rhetorik sinkt? Why das? Why? So, meine AP könnte ich vielleicht hier rein? Jawohl. So. Ich mache aber Slow-Mode rein. So. Sehr gut. Sehr gut. Kannst schon neue Biere machen? Du musst runterscrollen. LOL! Hier ist nicht mein Scroll-Balken. Ich kann einfach Bier machen. Seit wann? Ach, war ich jetzt seit dem Upgrade? LOL. Hierfür brauche ich einfach fucking Holzzapfen. Oh, LOL. Kannst bei dem Herstellungsmenü für Bier noch runterscrollen. Alter. Ja, gut. Dann baller ich die mal hier rein. Kein Slot mehr. Oh, ich muss das hier ausbauen, ne? Ich schätze mal das Warenlager. Lagerplatz bauen. Im Produktlager. Ah, dafür muss ich erstmal verkaufen. Okay. Dunkle Ecke ist fertig. Ein Spion losschicken? Krass. Okay. Ja, Lager upgraden. Dafür muss ich Bier verkaufen, damit ich wieder Geld habe. Und da muss ich jetzt erstmal den Preis beobachten. Aber steigt schon. Steigt schon wieder. Wie ist der Gerstepreis? Sinkt. Achso, und ich kann auch wen einen anstellen. Mein Gott. Jetzt erstmal wieder hinterherkommen hier. So. Wie lange hast du vor, heute noch zu streamen? Ich glaube nicht mehr so lang. Ja. Vielleicht eventuell noch ein Stündchen. Mal gucken. Ich darf auf jeden Fall nicht vergessen, den einen Hannes hier zu bestechen. Eieiei. Was? Nicht mehr genug? Wieso? Geht doch. Ich verstehe das Problem nicht. Also einen lasse ich dann immer hier das hier produzieren. So, ich muss auf jeden Fall, bevor Schluss ist, die Biere verkaufen. Ich hoffe, es steigt noch ordentlich. Um dann den Hannes bestechen zu können. Dass ich hochgevotet werde. Ja, ja, vergiss bestechen nicht. Aber ich Patrizier bin, kann ich mein Haus upgraden. Okay, ja, aber jetzt erstmal. Ich brauche noch einen Kamm, theoretisch, ne? Bei dir geht die Welt unter. Ich warte einfach seit gestern auf Gewitter. Eigentlich sollte heute den ganzen Tag gewittern. Gibt es nicht schon Fernhandel? Weiß ich nicht. Muss ich mich nochmal reinfuchsen. Oh, Leute, es war auf langsam. Wegen dem Charisma finde ich leider nichts. So, jetzt geht nichts mehr. Also hier reinknallen.
So, wann ist denn endlich der neue Hannes da? Schnapsfässchen, sehr schön. Ah, ich habe kein Geld. Oh Gott, okay. Ja, komm, die Biere gehen schon hoch. Dann gehe ich mal verkaufen. Aber nicht alle. Ich mach mal 9 oder 8. So, dann kann der schon mal zum Markt. Vielleicht geht es nochmal hoch. So, und dann, wenn er beim Markt ist und ich verkauft habe, muss ich einen Dude einstellen, Kamm kaufen, bestechen. Ja. Und Rohstoffe kaufen. So, ich muss jetzt echt Eier machen. Ja, ich verkaufe jetzt einfach. Sonst schaffe ich das alles nicht. Ich weiß nicht, bis wann ich das auch... Spezialmenü, kleinen Moment. Achso, so jetzt erstmal Zeit runter. Importe. Okay. Hab gerade noch einen Tipp bekommen. So. So. Ab nach Hause. Holz und Eisen. Immer noch kein Kamm. Was produziert der Wichser denn? Geht mein Ring noch? Ja. So, jetzt. Ja, okay, danke. Einen Dude einstellen. Lager upgraden muss ich auch, genau. Lagerplatz bauen für Produkt. So, jetzt. Gehstock. Nö, der geht noch. Amtsübersicht. So, den hier muss ich krass bangen. Freunde. Amtskandidatur. Warte mal. Patricia Bärt. Nimmersatt. Der ist nicht mein Homie. Okay. Gut, dann besteche ich den jetzt. Nein, nicht Sabotage. Junge, rast doch nicht gleich aus. Ich gebe dir mal 1000. So. Ich hoffe, das ist gut. So, Knochenring, sagst du? Ey, beim... Da. Moment. Was macht der? Ah, den muss ich jemandem schenken. Okay. Boah, ey. Das Spiel ist echt deep, ne? So, erstmal alles durch. Ist leider nichts da, ey. So eine Scheiße. Ist das ja Schmiede? Schiefertafel? Hier, wie ist es mit Parfüm? Gifte, oh lol. Alter, das ist echt krass. Liebesspanne verlängern. Treffer gegen euch deutlich geringer. Ey, was das alles für Auswirkungen hat, ey. Holy shit. Ja, okay. So, ich mach mal langsam. Schankmädchen habe ich jetzt angeheuert. Sehr schön. So, abladen. Ist leider schon Feierabend, ey. Jetzt habe ich... Ah, okay. Gut. Ich muss gerade erstmal mich wieder sammeln. Gut, habe ich hier noch was zu tun? Nee. Hier brummt der Laden. Was ist dunkle Ecke? Du kannst doch direkt bei den Geschäften kaufen. Stimmt. Warte, das brauche ich beim Schmied, ne? Oder Drechsler? Achso, er hat zu. Geil. Eieiei. Okay, aber das stimmt. Ich erinnere mich.
Ja, da kommt nichts mehr rein. Wo er gerade aber billig ist. Ausbau des Lagers abgeschlossen. Sehr schön. Ja gut. Aber ich könnte auch nochmal oben upgraden. Für Rohstoffe. Ja. Ne? Gut. Puh. Wie kannst du Rhetorik verbessern? Ja, ich glaube, ich brauche das aber auch gar nicht für das, was ich mache. So, ich hoffe, 1000 Bestechungsgeld reicht. Ich weiß halt leider nicht. Gegner. Warum ist der mein Gegner? Das ist der... Ach so! Amtskandidatur Ernenner. Ah. Der hat sogar Kinder. Ist verheiratet. Holy shit. Den habe ich bestochen. Na gut. So, ich kann ja mein Haus auch upgraden, ne? Für 3600. Das muss ich bald machen. So. Guild ist so nice, ne? So nice. Ich kann nochmal speichern und da spielen. Einfach so ein geiles Spiel. So, Gönnung. Vier, acht, elf. Oh, lol, der Einsatz. 15. Aber der grinst schon. Den grinse ich mal auch. Ah, fick you. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Das war jetzt unlucky. Naja. Ah, lade ich gleich trotzdem neu. Es sei denn, ich werde jetzt hier benannt. Dann ja, natürlich nicht. Also. Dann nicht. Ich lade nicht neu. Ich bin jetzt Gardist, Junge. Geil. Und jetzt stimme ich schön gegen ihn, dass er abgesetzt wird. So. Jetzt erstmal wieder. Okay, Gehstock. Der ist, glaube ich, ausgelaufen. Es sind anscheinend Unterkünfte für Arbeiter da. Die Arbeitslosigkeit ist geringer. Deine Mutter stinkt. Gut. Spione waren erfolgreich. Ihr erhaltet neue Informationen. What? Stadt, glaube ich. Hä? Ich check nicht, was ich hier machen kann. Ich habe jetzt einen Spion losgeschickt. Was ist Stadt, glaube ich? Kann mir das wer erklären? Destillierlaubnis. Schön. Kann mir jemand das erklären? So, Wachhund. Nee. Ich muss jetzt erstmal klarkommen hier auf mein Leben, ey. Ich hab so viel zu tun. Ich werde jetzt schauen. Einer wird die ganze Zeit Weingeist produzieren. Und welches Bier? Das, was mehr wert ist, ne? 580. Aber da brauche ich eine Ressource mehr. Das ist, glaube ich, nicht worth. Produziert über die hier. Zwei Ressourcen mehr. Aber ich muss die auf dem Markt hier Holzzapfen kaufen. Ich glaube, es geht los. Also. Einer Weingeist, die anderen produzieren ein schönes Starkbier. Bin ich eh Fan von. Achso, was macht das überhaupt? Krass. Oh, danke für den Host. Ja. So, gut. Dann, die sind gleich wieder da. Gehstock, da brauche ich einen neuen. Aber ich muss jetzt erstmal Geld machen. Gut. Was nochmal? Es war damals, zu den schlimmen Zeiten, ein Verbrechen, Stadtglauben zu haben und ich...
Ein Verbrechen, nicht den Stadtglauben zu haben, und die Spione haben Verdacht und du schickst sie los, den zu erhärten oder auch nicht. Aha. Gegen andere Spieler. Okay. Ja. Okay. Ja, ich muss mich um meine Frau kümmern gleich, genau. So. Das Bier bitte. Dankeschön. So, wie ist der Kurs vom Dünnbier? Ich glaube, das Dünnbier, die drei behalte ich. Weil die brauche ich ja, damit mein Wirtshaus läuft, richtig? Gut. So, die alte. Ja, ich will dir was schenken. Ein Brotmesser. Oha. Ein Rennpferd. Alter. Entweder schenke ich ihr ein Brotmesser oder ein Rennpferd. Eieiei. Ach so, was macht mir jetzt eigentlich mein neues Amt? Amtseinkommen? Ordentlich. Am Niederling. Absetzung beantragen. Er hier. Jawohl. So. Wobei ich hätte eine Runde erstmal warten sollen. Weil ich jetzt langsam mal wieder Geld brauche. Oh, der Kurs ist aber gerade gut. So, die Dünnbiere bleiben im Lager, denke ich. Drei Stück. Ich komme halt nicht dahinter, wie der Laden am besten läuft, ne? So, ich speichere mal. Vielleicht kann ich hier ein bisschen erspielen was. Nee. Nee. Brotmesser reicht der Alten, richtig? Rennpferd, Alter. Ich glaube, es geht los. Ja, den Ring. Ich weiß. Ich habe aber gerade übel Geldmangel. Ich habe gerade... Ich muss Ausrüstung kaufen. Ich muss der Alten was kaufen. Ich muss eigentlich mein scheiß Haus upgraden. Und ich muss bestechen. Ich brauche Geld. Aber ich weiß nicht, wie das verfickte Wirtshaus am besten läuft. Ich habe jetzt rumprobiert mit Dünnbier und einer scheiß Körnermahlzeit. Aber komm da nicht hinter. Lehrlinge ausbilden, das habe ich doch schon lange gemacht. Hier, das sind fucking Gesellen. Schon seit 8 Jahren. Fuck, ey. So, aber... Ich habe echt null Geld, das macht keinen Sinn. Die Alte bekommt Salz. Und der Preis ist auch kacke, sonst würde ich das jetzt mal schnell auf den Kopf hauen. Oder spielt wer mit mir? Will ich nicht. So. Wie viele Biere habe ich davon? 2. Boah, die kann ich jetzt mal verkaufen. Da ist der Kurs gerade übel gut. Nein. Hier. Ja. Ziel, Marktplatz. Sehr schön. Wie ist hier gerade der Kurs? Oh, übel gut. Da werde ich gleich übel einkaufen. Ja, ich hätte einen Tag warten sollen mit dem Absetzen. Ja. So, was fehlt hier jetzt? Ah, hier fehlt jetzt... Dann Dünnbier, Jungs. So. Und weg damit. So, Importe. Was geht? Und zurück. Sehr schön. Ich habe nicht mehr... Ach, scheiße, ey. Ja, jetzt kann ich gar nichts mehr herstellen. Jetzt muss ich warten, dass der wiederkommt. So, was haben wir hier? Martin ist euch sehr dankbar. Der Bürgermeister, krass. Ich habe den vor irgendwas bewahrt. Oh, nice. Jawollo. Scheiße. Jetzt habe ich gerade das andere. Na, dann nächstes Mal. Neuer Meistergrad. Shish. So. Und abladen. Gut. Ran an die Arbeit. Jetzt kann ich wieder das hier machen. Ich glaube, ich bülle jetzt 3 rein. Weil ich habe ja hier ohne Ende Weingeist. Mit dir. Ja. Silberring. Angst im Dunkeln? Was ist denn mit der los?
So, ich muss jetzt erstmal Equipment wieder kaufen. Zum Beispiel Gehstock. Einen. So. Dann Knochenring ein. So, normalen Ring oder Kamm. Gibt's wieder nicht, ey. Es gibt's noch nicht. Ah, okay. Handwerkskunst verbessert. Gut. Nun gut. Ja, die Biere werden gerade übel geböllert. Das ist gerade übel viel wert, ey. Ich müsste eigentlich direkt wieder sogar für ein Bier den Wagen nur losschicken, weil das so ein guter Preis gerade ist. Na, guck mal, das warte ich noch kurz ab. Das braucht aber länger, ne? Das ist aber mehr wert. Weil ich glaube, dadurch, dass... Kann man gucken, wie lang die Zubereitung ist? Weil vielleicht ist es doch mehr worth, Dünnbiere einfach en masse zu produzieren. Bauzeit 165 Minuten. Ach nee. 360, aber bei 3 dann arbeiten. Und das 240. Oh, ich glaube, Dünnbiere zu spammen wäre besser. Allein wegen Kosten. Ja, ich sollte Dünnbiere spammen. Fuck. Okay. Ihr hattet neue Informationen. Das ist mein Feind, ne? Das verstehe ich noch nicht ganz. So, ich kann verkaufen. Weg damit. Sehr gut. So, jetzt, Kamm? No. Ring? Ja, ein. Sehr gut. So, jetzt muss ich die Scheiße benutzen. Zack. Ja. Benutzen. Warte, wer? Wer verfügt darüber? Ist gerade alles langsam, ne? Gut. Ne, warte, hier, wichtige Person. So. Ernennung. Ach, ich kann wieder abstimmen. Wer meint, okay. Hä? Ich habe doch gerade Antrag gemacht, von wegen, ihr setzt ihn ab, oder? Hab ich doch, oder? Wer bestimmt das? Dass er abgesetzt wird. Wer bestimmt das? Bestimmt das alle, die hier sind? Also er hier auch? Oder bestimmt das die Ebene da drüber? Ne, die hier, oder? Das heißt, ich müsste ihn bestechen, richtig? Oh, ach so, nee, alle mittleren hier, oder? Weil normalerweise wird das doch hier angezeigt bei... Gegner. Scheiße. Alle Stadtschergen. Okay, also nicht die mittlere Ebene von den... Also auch nicht bei Stadtdienern, der Stadtschreiberin und Denunzant. Alle Stadtschergen. Gut, das heißt, ich müsste ihn bestechen. Aber ihn habe ich schon... Guck mal, unter Anklage erheben. Kann ich jetzt... Nee. Ernennung? Alle aus deinem Bereich. Ah, warte mal. Warte mal, mein Feind ist der hier. Der Herzog. Sonst was. Und hier kann ich beleidigen? Ach, der hat beleidigt. Und wie sage ich jetzt, jo? Ach, jetzt kann ich Anklage gegen den erheben. Anklage erheben. Ah. Gut. Anklagen, Hurensohn. So, bestechen. Ihn hier. Und dann müssen wir machen wir mal 600, weil der ein Lowbob ist. So, kannst zufrieden sein, du Spast. Gut. Ich brauche einen fucking Kamm. Dafür muss ich in den Schreiner laden. Drechslerei. Dünnbier machst du am meisten Gewinn. Bis zur dritten Gebäudestufe. Dann wechseln. Okay. So, einkaufen. Alter Junge, stell einen fucking Kamm her, du Spast. Hat er nicht. Scheiße. Schenke. Drechslerei. Hat er nicht. Mann, die stellen einfach keine fucking Kämme her. Bam. Jetzt habe ich zwar kein Money mehr. Ach so, warte mal. Benutzen für ihn nochmal.
Jawollo. Und den auch benutzen. Alter, wenn da... Die, Alter, jetzt gehen wir echt safety first. Aber die alte umwerben. Scheiße. Wie sieht sie aus? Ich produziere Dünnbiere, oder? Nee, produziere ich nicht. Fuck. Aber ich kann den Laden nochmal nur... Ja, okay, das ist aber gut, das ist aber gut. So, jetzt. Boah, Leute, wie viel stark Biere gerade wert sind. Holy fuck. So, kauf mal deiner Ische was. Ja, das mache ich jetzt, wenn der Wagen durch ist. Was hat der hier, die Scheißerei? Helene Zuschuss, macht euch mit finsteren Drohungen Angst. Ihr beschließt bis zum Sommer 2013 nichts gegen Helene in eurem Hinterzimmer zu unternehmen. Wurde für gültig erklärt. Findet nächstes Jahr um 10 Uhr statt. Lol. Geil. Krieg ich da eine Belohnung? Weiß ich nicht, ne? So, ich mach mal schneller. Gedicht vom Markt ist billiger als ein Geschenk. Ja, ich lese doch die ganze Zeit. Ja, die Tipps sind auch gut. Na, der Chat ist gerade okay. Erstmal wegen dem Spiel und wegen der Uhrzeit. Es sind halt übel vier auch schon eingepennt. So, jetzt erstmal... Warte, langsam. Ich könnte vielleicht nochmal gucken, wie es gerade hier rumsteht. Oh, sehr gute Preise. Gönnung. Aber auch nicht zu viel. So. Und zurück. Ja, ich kaufe dir was. Die Frage ist, was? Die ist schon ziemlich krass, ne? Ich glaube, ein guter Mittelweg und ein Gedicht. Scheiße. Ich speichere vorher. Ich bin sneaky. Ich gebe es zu. Ich kaufe dir ein scheiß Gedicht. Dustwasser. Freut sich. Gut. Schön. Jetzt trotzdem noch ein Gedicht obendrauf. Oh, Schwimmrad wieder in Geld. Ist echt gut. Hat heuer in einem Würzlauf Informationen im Wert. Okay. Kann ich jetzt wieder jemanden hier übel anzeigen? Das ist ja nice. Ohne Amt. Inquisitor. Hä? Achso, ja, das läuft ja, ne? Genau. Ich komme hier wieder ein bisschen runter. Mit dem Speed. So. Okay. Dünnbiere, ja. Produziere ich jetzt um was. Gut. Läuft. Gut. Welcher Richter das war? Stimmt, den könnte man eventuell auch nochmal bestechen. Prozess. Angeklagter Richter. Edelmann, okay. Ja, why not? Aber nicht so viel. Wer ist ein Richter? Ehrenämter, Räuberhauptmann. Dynastie, Reichsämter, Kaiser, Papst, Reichskanzler. Ratsassistent, Fechtmeister, Ratsinformantin. Geheimrat. Richter. Oh, schaffe ich das noch? Komm. Machen wir mal. So. 300. Ist ja in Ordnung, wa? Okay, Zeit nach Hause zu gehen. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Karren entlang. Kann ich aber morgen noch. Gut. Der ist 100 pro raus. Ist durch. Guck mal, wie der mich liebt. Absetzen. Ah, das ist er selber. Alles gut. So, jetzt kommt's drauf an. Ist die Leiste, wie gut die mir gesinnt sind? Kein Ding, Timeout. So, der ist raus. Ist auf jeden Fall nicht einer von meinen Konkurrenten. Ich nehme mal Edelmann. Ich nehme mal die Bürgerin hier. Die blinde Scheu.
Bei der Bürger wieder. Riesig Liebe. Schön die anderen raushalten. Nice. Ja, hätte niemals gedacht, dass das Spiel so interessant ist, dass ich nicht aufs Klo will, weil ich was Angst habe, was zu verpassen. Ja. Ich habe euch ja gesagt, das Game ist echt geil, wenn man erstmal hinterkommt. So, Fechtmeister, rein. Bewerben. Nice. So, Alter, hier wachsen Bäume. So, jetzt erstmal slow, dass ich für den Tag erstmal alles hier bereit mache. So. Gut. Soweit, so gut. Ne? Achso, wie ist der Bierkurs? Scheiße. Gut. Also nicht gut, aber Latte. Ja. Jetzt können wir mal gucken. Normal gerade, ne? Ja. Prozess. Ach ja, das ist um 10 Uhr. Amtskandidatur. Oh, Leute, sind ja schon welche drin. Ach, ich ernenne mich selber. Oder was? Ach, alle aus meinem Ding. Okay. Ja, die lieben mich, ja. Da brauche ich nichts machen. Ist die Leiste hier drunter, wie sehr die mich mögen oder wie alt die sind? Oder deren Gesundheitszustand quasi. Warte mal, wir können ja mal gucken, wer ein richtig alter Sack ist. 28. Jo, die ist einfach Kaiser mit 28. 38, 42. Guck mal, die ist 28. Nee, okay, dann ist das echt, wie sehr die mich mögen. Das Alter ist die Kerze. Wie sehr sie mich. Ja, dann ist das safe, oder? Oder, Leute? Dann brauche ich ja hier nichts mehr machen. Ist ja durch, oder? Die lieben mich ja beide. Ja, vielleicht die Alte hier noch. Ja, außerdem, meine Sachen hier halten ja noch an. Gut, ich könnte dir noch einen Knochenring geben, ja, weil ich ein Gönner bin. Schade, ist gerade keiner da. Aber ich kann die doch beim Friedhof kaufen. Ach, 9 Uhr erst auf. Na gut. So, jetzt. Kerze ist Alter, Balken ist Zuneigung. Alter, es sind einfach ein paar Pros dabei. Einkaufen. Ich will fucking... Jawohl. Komm, gib's mir. Gut, dann benutze ich den jetzt auf die Alte. Weil die... Ich habe die ja gewählt, ne? Auf die habe ich schon, oder was? Dann nochmal auf ihn. What the fuck? Gut, so. Ihr arbeitet fleißig weiter, meine Bienchen. Schön das Dünnbier böllern. Sehr geil. Gut. Ihr habt einen angenehmen Termin vor Gericht. Ja, auf zum Gericht. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ach ja, der Knochenring ist für Gleichgeschlechtige. Ist halt leider so fail mit dem Sound. Ja, das ist nämlich verboten, Beleidigung. Ich bin schuldig. Geiler Typ, ich bin schuldig. Und ich bestech die auch noch. So viel für eine Beleidigung. Ihr seid ein Verbrechen beschuldigt. Oh, weia. Ja, und jetzt? Was habe ich dadurch bekommen? Auf dem Marktplatz ist ein Künstler eingetroffen, um Gedichte vorzulesen. Das interessiert mich doch nicht. Sind unbrauchbar geworden. Ja, okay. Ja, okay. Es ist einfach nur da, um den zu ficken, ja? Also nicht für mich selber. Na gut, ich kann so Leute gezielt ausstechen, ja. So, ich schick mal los hier. Krass. Okay. Also der hat richtig gelitten. Der muss 4000 Strafe zahlen. Holy shit. Und Gerichtskosten von 2500. Alter Vater. Okay. Amtseinkommen. Gut. Was?
Absetzung beantragen. Gut, ich habe ja die komplette Kontrolle. Schön. Renovieren. Danke. Aber ich muss erstmal wieder Kohle machen. Und was hier? Macht euch im finsteren Drohungen Angst. Ja, was will die Alte eigentlich von mir, ey? Ach, das war der Typ, den ich abgesetzt habe, ne? Nimmersatt. Du hast sein Ansehen zerstört und 7.000 Verlust für ihn. Jo. Radiert. Ja. So. Bierchen. Ich war wieder. Ja, ist ja auf normal. 8 Bier. Ich warte wieder bei über 500. Sei froh, dass du die Gerichtskosten nicht tragen musstest. Ja, Meistergrad erhöhen. Danke. Oh, das ist so nice, das Spiel zu streamen mit einem nicen Chat. GG. Was wollen die alle für mich, ey, ne? So. Gibt es Arbeit? Ja. Ihr arbeitet aber alle schön, ne? Sehr gut. 485. Ich kann mal wieder speichern und eine Runde spielen. Ne? Vielleicht geht da was. Jawohl. Das ist aber ordentlich. Es wird echt immer mehr. So, 9. Na dann gönnen. Ich habe mich schon fürs neue Amt beworben, ja. 13. Ne, ich lade. Ich bin ein Hurensohn. Oh Leute, ich glaube, mein Game hat sich aufgehangen. Jo, es hat sich aufgehangen. Nein, doch nicht. Lol. So. Ach ja, ich muss die Alter noch umwerben. Ja, jetzt heißt es erstmal wieder Money Man. So, 9, 10. Was haben wir hier in der Zwischenzeit? Okay. Ah. Lol, was? Auf dem Markt rempelt euch ein Betrunkener an. Oh, verzeiht, Hicks. Als er um die nächste Ecke abgebogen ist, fällt euch ein kleiner Beutel vor euren Füßen auf. Mit einem schnellen Handgriff öffnet ihr ihn und schaut hinein. Okay, 15. Ja, das behalte ich. Krass. Jawohl, nochmal 900. Alter, jetzt lübt's. Geil. So. Bierpreis, okay. So, dann umwärmen wir mal die Alte. Ausflug aufs Land. Ich weiß ja nicht, ausgedientes Reitpferd. Komm, Ausflug. Haucht euch einen Kuss zu. Alter, wie ich bei der lande. Geil. Hä? Sagt er nichts? Ja, egal, ich bin jetzt Gastwirt. Krass. So. Renovieren. Räume. Stufe. LOL, kann ich? Oh. Okay, das hier aber auch renovieren. Oh, ich brauche echt mehr Geld. Scheiße. Gut. Die Spione sind unterwegs. So. Achso, was macht der Bierpreis? Bierpreis steigt. Bei über 500 verkaufe ich alles. Okay, was ist dann der nächste Schritt? Die Amtsernennung ist quasi safe. Ja. Guck mal, wie die mich lieben, natürlich. Und eine Stimme ist ja, es muss nur einer für mich stimmen. Und der, guck mal, der will mich ficken. So zufrieden ist der. So. Meine Gegner, ja, den habe ich ja rausgeböllert. Okay, Freunde. Das ist ja sogar mein Freund. Krass. Familie, Ernennung. Oh, ich soll wen ernennen. Achso, das ist Fechtmeister. Ja, weil ich mich selber auch, okay. Was? Moment. Moment. Ist langsam gut. Das muss ich jetzt checken.
Ernennungen? Hä? Abstimmung Fechtmeister. Ja, hä? Und hier nochmal Amtskandidatur Fechtmeister. Ah! Ach so, wir ernennen und hier nochmal extra die Bewerber. Hä, bin ich nicht? Moment. Ach so, das ist zwei... Okay. Also einerseits... Ja, wir ernennen. Die habe ich bestochen. Moment, er ist safe. Okay. Drei. Sehr gut. Und das sind die Mitbewerber, die mich alle nicht leiden können. Ich sollte sie, glaube ich, safe nochmal bestechen. Okay. Ich bin im... Ja, klar. Renovierung abgeschlossen. Renovierung abgeschlossen. Gut. So, was macht der Bierpreis? Ab dafür. So. 13 Biere weg. Alter, das gibt Money. 6.000. Nice. Sollte ich die alte nochmal bestechen? Ich glaube. Beziehungsweise mein Kamm hält ja noch an. Richtig? Ich glaube, Safety First, ich bestech sie. Dass sie wirklich für mich votet. Weil nur, weil sie mich mag. Ne? So, ich mal wieder normal hier. Gut. So, wie ist hier der Bierpreis? Oh, geil. Über 500. So. Nice. Importe. Ist hier der Preis 46. Oh, Alter, fuck. Nee, da mache ich das lieber morgen früh. Jetzt ist ja eh die Arbeit vorbei. So, besteche ich sie. Spar das Geld. Kannst dein Haus upgraden. Ja, ich will aber erstmal das Amt safe haben. Aber ich gebe dir ein bisschen was. 500. So. So, jetzt das Haus upgraden. Ja, go. Nice. Anbauen habe ich alles. Ich glaube, ich kann hier noch was anbauen, ne? Jawohl, Wachhunde. Go. Sehr schön. Hier ist alles safe. Sehr gut, Jungs. Zwei Biere, die lasse ich über die Nacht. Die alte habe ich umworben. Ein Jahr noch. So, dann kann ich hier nochmal speichern und eine Partie spielen. Ne? Darf man ja auch nicht vernachlässigen. Jawohl, guter Einsatz hier. 13. 14. Ja komm, High Risk. 15. Na gut, komm. Grinsen wir mal. Ah, Neuladen. So, was schreibt ihr so? Kannst du den Karren upgraden? Ja, wofür? Geht ja eigentlich noch so gerade. Ne? Ich brauche ja immer nur maximal zwei Sachen einkaufen. Von daher. Also seine Kapazität könnte ich erhöhen, ne? Oh, ich habe einen Pasch. Ich habe gewonnen. Geil. So. Angekommen. Der Wagen. Oh, ich brauche Gerste. Okay, ist jetzt aber eh Feierabend in der nächsten halben Stunde. Ja. Okay. Wir können halt original nichts herstellen. Ja, aber für die halbe Stunde lohnt nicht. Die machen jetzt eh Feierabend und die Preise sind gerade so hoch. Ich hoffe einfach, dass sie nächstes Jahr nicht so hoch sind. Vielleicht sind sie ja jetzt noch. 34. Oh Gott. Das ist nicht gut.
Na gut. Gut, ich bin sehr zufrieden. Nächster Schritt ist das jetzt upgraden. Da brauche ich 10.000. Okay. So, ansonsten, die Alte ist zufrieden. Habe ich an alles gedacht. Ich habe hier Beweise, aber ich meine, das sind ja keine Feinde. Amtseinkommen ist fein. Echt coole Wand im Hintergrund. Ich weiß, mit Rechtsklick schnell wegklicken, jo. Gut. Kann jetzt mal ein bisschen auf den Preis achten. Ja, ist nicht gut. Ist nicht gut. Hey, seid ihr immer noch da? Ach, das war dieses Jahr bis 9 Uhr. Scheiße. Gießerei errichtet. Das ist doch der bei mir drin sitzt, ne? Okay, krass. Ach, hier kann ich auch die Preise beobachten, ne? Also hier ist 20 Nummern, hier ist 30 Nummern. Das geht halt gar nicht gerade. Ich könnte das hier verkaufen. Ah, ne, ist auch unterm Dingens. Wie findest du Games wie die Stämme? Ich habe früher nur Browser-Games gezockt. Ohne Ende. Das war crazy. Richtig crazy. So, nächstes Jahr heirate ich. Oh, neue Information. Oh. Ah, die werde ich nächstes Jahr richtig finden. Kann ich das jetzt noch? Nee. Geil. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, ja. Gewinn 3600. Schön. Es wird nun über die Vergabe zu diesem ehrenwerten Stadtschergenamt. Also, es gibt viele. Sehr schön. Das stimmt. 100 pro stimmt er eh gegen ihn hier auf. Also, Gardist Maximilian Knabe. Das ist ein Mittelaltername auch. Geil, das macht für sich selbst. Jawohl, ich bin durch. 3 zu 0, ihr Ficklords. Geil. Ich heiratest du, Inge, müsste es ja auch bald soweit sein. Nice. So, irgendein schön, ja. Johannes, unerhört. Ja. 9 AP diese Runde. Geilo. So. Das check ich halt echt nicht. Ich check das nicht mit den Gästen. Ich glaube, ich muss die Bude übertrieben voll mit... Okay, ich hatte kaum Bier. Oh, zugängliche Ämter. Wachhund ist fertig. Was? Nochmal. So, erstmal, was kann ich hier machen? Okay, aber ich könnte Fahndungsgeschick erhöhen. Oder Handwerker. Ich glaube, Handwerk muss ich mal nachziehen. Ja. So. Also, die errichten ihre zweiten Gebäude schon. Das ist übel. Na, ich will das so gar nicht sehen. Okay, jetzt die Beweise. Gut, der wird gefickt. Anklagen. Jemand Anklage erheben. Anklage erheben. Gut. Nächstes Jahr 10 Uhr. Okay. So, ich wähle gleich das Amt neu, aber jetzt erstmal. Okay, es geht schon runter. Ich kann den Karren schon mal losschicken. Kann auch mal reparieren lassen demnächst. Warte, kann ich Bier mitnehmen? Ja, der Preis ist nicht so gut. So. Ja, welches Amt nehmen wir? Welche Ämter stehen zur Verfügung? Diakon oder Steuereintreiber? Geheimrat nicht? Steuereintreiber oder Diakon? Oh, die mögen mich alle nicht, ey. Ich schätze die beiden Stimmen. Wieso kann ich nicht hier Geheimrat werden? Ja gut, dann lieber Steuereintreiber, oder?
Info. Der Steuereintreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass jeder Stadtbewohner pünktlich und in voller Höhe seine Steuerschuld begleicht. Zudem legt er die Höhe des Wucherzinses fest. Privilegien, Amtseinkommen, Absetzung in der kirchlichen Ebene. Gesetzgebung, Wucherzinssatz. Okay. Und Diakon? Der Diakon ist die rechte Hand des Inquisitors. Oft ist es seinen Anstrengungen zu verdanken, dass ein schändlicher Ketzer seine gerechte Strafe durch die heilige Inquisition... Oh, lol. Da kann ich schon Leute richtig ficken, wa? Bücher und Pamphlete, Verwendung von Tränken. Amtseinkommen, Absetzungsanträge in der kirchlichen Ebene. Beritten? Klingt geiler, oder? Ja, ich nehme Diakon. So. Okay, ja, die alte wieder. Endlich nachgegeben und will euch ehelichen. Ihr schwebt im siebten Himmel. Ja, dann go. Achso, vorher vielleicht nochmal. Ist ja gerade ganz langsam, ne? Gut, Importe. Ah. Ja, Preise sind gut. Sehr schön. Und zurück. Sehr gut. So, dann knallen wir jetzt die alte. Nein, nicht erpressen. Ich will heiraten. Hä? Kommt da nix? Ja, gut. So. Na endlich. Party. Werte Anwesende. Wir haben uns hier zusammengefunden, um den heiligen Bund der Ehe zwischen diesem Mann und dieser Frau zu beschließen. Wollt ihr diese Frau zu eurem angetrauten Eheweibe nehmen? So antwortet mit Ja. Ja, ich will. Wollt ihr diesen Mann zu eurem angetrauten Ehemann nehmen? Oh. So antwortet mit Ja. Ja, ich will. Damit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Nun geht hin und mehret. Alter, wie ich einfach vorweggehe und sie hinterherlatschen muss. Ja, nice. So, geil. Ist der Wagen da? Komm, hier, mach mal Eier. Go. So. Und weiter Party machen. Leute, arbeiten. Dünnbier. Ja, sehr gut. Sehr gut. So. Gut. Ja, hier haben wir alles. Anklage ist erhoben. Heirat, geheiratet haben wir auch. Ich könnte auch jemanden erpressen, random. Null Beweise? Hä? Ich hab die doch angeklagt. Warte mal. Prozess. Ach, das sind die Ernenner. Okay. Da kaufe ich einfach zwei Knochenringe. Das müsste klappen. So. Einen auf... Ach, wer waren die Benenner? Habe ich auf Slow? Ja. Der Inquisitor und der Präfekt. Ja, die böller ich einfach mit meinen Ringen zu. Inquisitor. Und... Oh nein. Ich kann nur einen pro Runde. Okay. Und der Präfekt. Gut, die kann ich beide ein bisschen bestechen. Du hast einen deiner Freunde angeklagt? Was? Nee. Oh, doch. Ja, aber ist ja mein Gegner. Also, das sind ja schon meine Widersacher, die mit
die aus einer Dynastie. Deswegen die immer wegficken. Ja. Gut. Wie viel Bier? Okay, 4 Stück. Preis ist aber scheiße. Kann ich die schon hier? Nee, nächstes Jahr erst. Gut. Achso, ich brauche jetzt kirchliche Scheiße. Warte mal. Was macht der Kreisel? 7 Silberkette, ne? Genau. Kirchlicher Ebene. Ansehen. Was ist jetzt los? Oh, ziemlich gut. Handwerkskunst. Nice. Da kann ich auch in die Schmiede gehen, ne? Schmiede, ja. Vielleicht haben die was. Oh, lol. Ne, kein Ring. Opfer. So, ziemlich gut. Ich habe einen Pachtmeister beleidigt wegen meinem Duft. Krass. Das wird noch geupgradet. Okay. Ja, dann beobachten wir weiter den Bierpreis. Wir können noch mal eine Runde zocken. Wir brauchen jetzt erstmal wieder Geld. Und der die Kette. Ich brauche halt eine Kette. Uah. So. 6, 8, 10. Wird doch immer mehr. Ist nice. 11. Kleine Zahlen sind immer besser. 13, da können wir nochmal würfeln. Oh, 14. 14. Na, einmal noch, komm. 15. Ha! Er hat zu viel gewürfelt, nice. So, Holz und Eisen. Kette. Lagerhaus, bla. Wie sieht eine Schmiede aus? So, mit einem Schornstein. Ach ne, ist eine Schneiderei. Scheiße. Schenkel, Schneiderei, Kräuterladen, Geldleihe, Wirtshaus. Ah, Gießerei. Ist geupgradet quasi, wa? Lol. Schneiderei, Lagerhaus. Steinschneiderei? Was ist denn eine Steinschneiderei? Okay. Drechsler. Gibt es nur 2 Schmieden hier? Sieht so aus, ne? Gießerei. Auch keine Ringe, Alter. Was ist das denn? Die Spastis. Oh, eine scheiß Kette. Na gut. Ja, die wird gefickt, genau. Mich irritiert, warum da steht 0 Beweise. Bei dem Prozess. Aber. Oh, ich muss wen ernennen. Dann nehme ich ihn. Die fick ich ja. So. Mitbewerber, aha. Ich müsste die noch bestechen, dafür brauche ich Geld. Und dafür müsste ich mal wissen, wie der Bierpreis ist. Sinkt, scheiße. Oh lol, ich sollte stark Bier jetzt gerade machen, weil das okay. Übel hoch ist. Der Preis ist übel hoch. Achso, der Beweis geht an das Gericht, okay. Achso, okay. Steinschneiderei ist Steinmetz. Klingt übel dumm bei Schneiderei. Oh Leute, jetzt ist der einfach mal übel gefallen. Kacke. Na gut, dann wieder da rein. Verkaufe ich einen so ein Bier. Dann habe ich wenigstens etwas Geld. Das reicht, glaube ich, zum Bestechen. Hoffe ich. Oh Leute, ich brauche Gerste ohne Ende. Und ich brauche halt eine Silberkette. So eine Scheiße.
Die wäre echt wichtig. Warte, hier war... Haben die mal inzwischen was hergestellt? Alter, ihr faulen Wichser. Oh, edler Kunde, ich bin untröstlich. Oh je. Halt dein Maul. Oh je, Mine. Wo gab's noch? Wo gab's noch eine Gießerei? Irgendwo hier? Duftwerkstatt, Geldleihe, Gauklerlager. Schenke. Hey, hier gab es noch irgendwo noch eine Gießerei. Nö. Okay, Marktplatz angekommen. Können wir erstmal jetzt das Bier verkaufen. Ich hoffe, das ist noch gut. Oh, es sinkt. Scheiße. Okay, Importe. Oh Gott, ist das gerade... Ach nee, es geht. So, und zurück. Gut. So, wahrscheinlich ist jetzt in der Zwischenzeit keine Silberkette. Direkt hinter dem Wirtshaus ist die zweite. Ach ja. Alter, die stellen alle nichts her, die Spastis. Na gut. Könnte aber notfalls mir Geld leihen, aber... Eieiei. Rohstoffe sind alle. Na los, komm her. Und weiter geht's, Leute. Gut. Gut, gut, gut. Ich hoffe, der Dünnbierpreis geht los. So. Oh, krass. Der hat sein Gebäude. Ach ja, mein Gebäude ist auch bald mal. Ah, okay, dauert noch. Gut. Tja, was soll ich machen, wenn da keine Silberkette kommt? Ey, das ist echt doof. Sogar gerade relativ billig. Ha. Ja, dann besteche ich mal die Herren. Ihn hier müsste ich bestechen. Ich mach mal 1000. Oh ja, ist übel gestiegen. Kann ich ihn noch mal ein bisschen bestechen? Ja. Okay, jetzt mögen die mich beide auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ich kann noch mal spielen eine Runde. Ja, ja. So. Ich muss auch noch mal gucken, wie das jetzt mit meiner Alten ist, die ich ja geheiratet habe. 9-11. Geil. Wieder abgeräumt. Die Kette wäre so worth. Berufe. Ja, wie ist das jetzt mit der Alten? Hier, ihn kann ich absetzen. Nice, das mache ich noch. Ja, tschüss. So, Berufe. Ja, okay. Ach so, ich verdiene sogar daran. Was? So, ich brauche jetzt unbedingt noch so eine Kackkette. Menno. Wie sind die Bierpreise? Dünnbier, ja, okay. Ich lasse das da mal, glaube ich, jetzt zu Ende laufen. Er ist jetzt eh gleich durch. Alle Leute, die ihm gut gestellt sind, versucht Hopp in die Scheiße zu rennen. Naja, das sind halt meine Dynastiegegner. Die will ich halt alle ficken. Schön aus den Ämtern raushalten. Oh gut, dann machen wir jetzt auf gut Glück. Ja, ohne Kette. Und die sind auch nur knapp über Hälfte. Mir gütig. Aber ich habe, glaube ich, nur einen Mitbewerber. Aber mal gucken. Hätte mir das Kreuz auch geholfen?
Aber ich glaube, davon gab es auch keins. Auf kirchlicher Ebene soll ein Amtsträger seine Stellung haben. Achso, das ist in Kirchending. Der interessiert mich ja nicht. Warum gucke ich dazu? Oh, lol, wie die alle hassen. Krass. Er ist ja schon durch. So. Auf kirchlicher Ebene soll nunmehr dieses Amt in verantwortungsvolle Hände übergeben werden. Es gibt viele Bewerber. Nice, das ist schon mal gut. Ja! Safe. Nice. Auf kirchlicher Ebene soll nunmehr dieses Amt in verantwortungsvolle Hände übergeben werden. Es gibt vier Bewerber. Aha. Ohne Amt, dass sie da krass direkt einsteigen können, ne? Als Edelmann. Gut, nice. Haben wir das? 9 AP, sehr schön. Ja. Machen wir mal ganz langsam hier. Aha, 6 Gäste, schön. Es ist... Ich erbe, krass, ich erbe. Okay. Ja, ich speichere mal. Ich würde sagen, das war's für heute, meine lieben Zuckerbienchen. Ist spät.